Das literarische Quartett kommt heute aus Salzburg, aber wie immer behandeln wir 5 Bücher. Zunächst einmal die Teilnehmer. Es nehmen teil Helmut Karasek, Der Spiegel, Hamburg. Sigrid Löffler, Profil, Wien. Marcel Reich-Ranitzky, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und unser Gast Jürgen Kolbe aus München. Ein Germanist, ein Fontane-Kenner, der an der Fontane-Ausgabe mitgearbeitet hat, ein ausgezeichneter Journalist und unter anderem jahrelang Kulturreferent von München, berühmt in der ganzen Umgebung von München. Herr Kolbe, wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Wie immer also behandeln wir 5 Bücher, jedoch alle 5 Bücher heute übersetzt aus fremden Sprachen. Nur ausländische Bücher, jedenfalls in fremden Sprachen geschriebene. Und 4 Bücher geschrieben von Frauen. Darunter das Buch der Nobelpreisträgerin Toni Morrison, Jazz, das als letztes, als 5. besprochen wird. Ja, und wir beginnen mit dem Buch der Holländerin Margriet de Moor. Margriet de Moors Buch heißt Erst grau, dann weiß, dann blau. Und es ist eine Liebes- und Ehegeschichte und es ist eine Mordgeschichte. Und es ist die Geschichte einer Frau, die sich verschweigt. Ein holländisches Ehepaar, seit 15 Jahren scheinbar glücklich verheiratet. Eines Tages verlässt die Frau das Haus, verschwindet, gibt keine Erklärung und verlässt ihren Mann. Ihr Mann weiß nicht, woran er ist. 2 Jahre später ist die Frau wieder da. Der Mann kommt am Abend nach Hause und die Frau steht in der Küche und empfängt ihn mit der wirklich unglaublichen Frage: Glaubst du, sollen wir heute auf der Terrasse Abend essen oder herinnen bleiben? Und der Mann stellt die Frage nach einigem Zögern, die man wahrscheinlich stellen würde: Wo bist du gewesen? Die Frau gibt darauf keine Antwort. Das Rätsel bleibt: Wo ist die Frau gewesen? Der Mann erfährt es nie. Er kann es auch gar nicht erfahren, weil ihn diese Frage so bewegt und die simple Tatsache, dass die Frau sich so verhält und schweigt und ihr Geheimnis behält, irritiert ihn so wahnsinnig, dass er sie umbringt. Wir, die Leser hingegen, erfahren, wo die Frau diese 2 Jahre gewesen ist, ob sie dort wirklich gewesen ist oder ob das vielleicht alles nur, das ist auch eine mögliche Lesart, im Augenblick ihres Todes an ihr vorbeizieht, möchte ich dabei dahingestellt sein lassen. Tatsache ist, dass die Frau ihre Lebensgeschichte noch einmal, aber in umgekehrter Reihenfolge, die Stationen ihres Lebens in umgekehrter Reihenfolge noch einmal besucht. Und nachdem die Frau ein Leben in mehreren Kontinenten geführt hat, führt auch diese Reise zurück, sie wieder in mehrere Kontinente. Ja, das Buch ist aus verschiedenen Perspektiven geschrieben, nämlich aus 4,5, möchte ich mal korrekterweise sagen. Zuerst erzählt ein Liebhaber der Frau, der ihr Liebhaber wurde, nachdem sie zurückgekommen ist, ein Augenarzt. Dann erzählt der Mann, dann erzählt sie selber, dann erzählt die betrogene Frau des Arztes und ihr etwas behindertes Kind. Es wird also die Figur der Frau und das Schicksal dieser Ehe wird aus verschiedenen Perspektiven umkreist. Mir kam das Buch, wenn ich jetzt gleich etwas grob mit der Tür ins Haus fallen darf, etwas konstruiert vor. Und ich dachte, die Frau verweigert deshalb die Antwort, wo sie gewesen ist, weil sie sie vielleicht auch nicht weiß. Das Buch weiß sehr wenig über seine Figuren. Ich habe zum Beispiel nicht verstanden, warum Leute miteinander ins Bett gehen oder nicht ins Bett gehen. Ich habe nicht verstanden, warum sie sich lieben oder nicht lieben. Ich habe darüber auch dann teilweise trostlose Auskünfte bekommen. Zum Beispiel, ich habe gehört, dass die Frau ihren Ehemann kennengelernt hat nach dem Satz, er sagt zu ihr, sie sollten Grün tragen. Sie wissen schon, dieses blasse Grün eines verwitterten Kaninchenstalls. Das hat mir dann sehr gefallen. Darf man hier eigentlich sagen, dass genauso wie eine Tür ins Haus fallend, ja, dass ich das Buch wunderbar finde? Ja. Auch gegen Sie? Ja. Wenn es nicht ist, dann sage ich es. Sie, Herr Karasek, haben eine kleine Ungenauigkeit gemacht. Es gilt in 4 Teile das Buch, in 4 Teilen voran.
Aber wenn sie dran ist, die Magda, dann spricht sie selber, während die anderen Teile im Ehrton erzählt werden. Eher Robert, eher Nelly und... Aber schon als innerer Monolog. Ja, da bin ich nicht so sicher. Wenn eine Person angeführt wird an dritter Stelle, die ich sagt, und die anderen Personen, mit einer Ausnahme, nicht ich sagen dürfen, sondern er, sie. Nur einer darf ich sagen noch. Das ist Gabriel, das behinderte Kind. Und das hat seinen guten Grund. Und deshalb ist dieses Buch wunderbar, ist auch poetisch. Ja, Herr Kolbe, ich bin mit Ihnen vollkommen einverstanden. In diesem Buch ist vieles unwahrscheinlich. Das geht mich überhaupt alles nichts an. Es ist ein herrliches Buch. Ich habe mich in das Buch verliebt. Und ich habe mich in das Buch verliebt aus einem Grund. Nicht, weil es ein vollkommenes Buch ist. Natürlich ist es nicht vollkommen. Vielleicht ist es auch nicht gar so bedeutend. Aber ich habe mich an das alte Wort des Verlegers Samuel Fischer erinnert, der manche Bücher abgelehnt hat, Manuskripte, die für seinen Verlag eingereicht wurden, und hat gesagt, ist ja ganz gut, aber ohne Magie. Und das ist ein Buch mit Magie. Und man kann statt Magie sagen Poesie. Sie haben völlig zu Recht gesagt, ein hochpoetisches Buch. Und vielleicht sollte man an eins denken. Eine Sache ist hier interessant. Diese Holländerin ist über 50 Jahre alt. Und angefangen hat sie, sehr interessant aus deutscher Sicht, erst vor einigen Jahren hat sie angefangen, Bücher zu publizieren. Aber sie war immer künstlerisch tätig. Sie war Sängerin, Pianistin, Klavierlehrerin natürlich. Sie hat Filme gemacht. Und das alles merkt man in dem Buch. Das ist ein ganz musikalisches, erotisches Buch. Ein fabelhafter Rhythmus, mit einer großen Leichtigkeit geschrieben. Da ist von einem Mädchen die Rede, von einer Frau, die sei ein bisschen zerstreut, waren zwei Verkehrsunfälle verstrickt. So ist das Buch geschrieben. Auch ein bisschen zerstreut, mal so flattert hin und her. Ja, so ein typisch weibliches Buch. Nur hochpoetisch, wunderbar. Das ist es. Der Böll hat mal ein schönes Wort gesagt. Er hat mir irgendein Autor geschrieben, hat gesagt, es kommt darauf an, was der Autor erreicht, dass er uns zwingt, ihm zu verzeihen, was er nicht gut macht. Der verzeihe ich alles, diese Autoren, weil sie so poetisch schreibt, so zart schreibt und so musikalisch. Und, Frau Löffler, bitte, der Filmschnitt. Sie ist eine Filmemacherin gewesen, hat eine Anzahl von Filmen über Künstler, über Maler oder Bildhauer gemacht. Ihr Mann war auch Bildhauer, ihr verstorbener Mann. Es ist mit einem Filmschnitt von Anfang bis zu Ende gemacht. Und natürlich ist die Frage, der Mord am Ende mit dem Brief. Nicht am Ende, am Anfang. Nein, also gut, der Mord, dass die Frau ermordet wird. Ich weiß nicht, ob das nötig war. Ihr hat es so gefallen, mich stört das nicht. Also wenn man diese Frage stellt, das ist toll. Man nimmt das Moment eines Buchs, weswegen das Buch geschrieben worden ist, und sagt nachher, das ist allerdings nicht sehr wichtig. Das Buch ist genau wegen dieses Mordes geschrieben. Nein, und das Buch ist geschrieben, um ein Stück Leben zu zeigen. Nein, das Buch ist geschrieben, um eine bestimmte erotische Form des Erzählens vorzuführen. Nein, das Buch ist geschrieben, Entschuldigung. Ist völlig egal. Es wurde vorher erzählt, die Frau geht weg, man weiß nicht genau warum. Ja. Man weiß doch sehr genau warum. Es ist ein Buch über Unfruchtbarkeit, über Kinderlosigkeit. Dieses eine Ehepaar hat ein Kind, das sozusagen nicht das Kind ist, was sie erwartet haben. Das andere Ehepaar macht drei Versuche, ein Kind zu bekommen. Sie hat drei Fehlgeburten und danach geht sie weg. Ich glaube, das sollte man alles nicht untertreiben. Das ist sehr wichtig für das Kind. Wenn ich es sagen darf, mit einem hässlichen, abscheulichen Wort. Ich kann das Wort nicht leiden, aber es ist hier nötig. Es ist ein Buch über einen Versuch der Selbstverwirklichung einer Frau. Einer Frau, die mit ihrem jetzigen Leben unzufrieden ist und ihr einen Ausweg sucht. Sie haben vorher gesagt, das will ich mal nicht vergessen, da gehen Leute miteinander ins Bett, man weiß nicht warum, oder sie gehen nicht ins Bett und man weiß nicht warum. Ich weiß schon warum. Möchte ich schon sagen. Sie nicht, Herr Karasek, ich weiß ganz genau. Da gehen Leute ins Bett, sie haben was Richtiges gemerkt. Da geht die Heldin mal ins Bett mit dem oder jenem. Nicht, weil sie den Mann so liebt, sondern weil sie der Liebe bedürft.
richtig ist. Das also, gibt es. Herr Reicher-Nitzky, ich glaube, ich muss jetzt anfangen, die Margret de Moor und ihr Buch gegen ihr Lob in Schutz zu nehmen. Denn ihr Schutz ist, ihr Lob ist schon etwas pejorativ. Wenn Sie sagen, es ist hochpoetisch, dann hat das schon irgendwie so einen merkwürdigen Beiklang, wenn das im Zusammenhang mit diesem Roman, den Sie jetzt in so ein merkwürdiges Fraueneck gestellt haben. Da würde ich doch einmal Nein, Frauenecken sind sehr angenehm manchmal. Es ist kein Frauenroman, den man des Schutzes und der Fürsorge so bedürfen wird. Es ist kein Frauenbuch. Dasselbe könnte man auch von einem Mann sagen. Ein Mann, der einmal in einer bestimmten Lebenssituation versucht, nochmal auszubrechen und testweise ein anderes Leben zu probieren. Es geht ja um Alternativen zum eigenen Leben. Irgendwie der Zentralsatz, der dann immer auch in den Kritiken zitiert wird, der kommt ja da tatsächlich vor. Man könnte sich vorstellen, dass man ein ganz anderes Leben führt, das aber ganz, wo nur ein paar Dinge am eigenen Leben sich ändern und schon würde es in eine andere Richtung gehen. Andere Leben sind vorstellbar. Und die Frau versucht das in diesen 2 Jahren mal zu machen. Beispielsweise sitzt sie in einem Flugzeug, neben ihr kommt sie durch Zufall ins Gespräch mit einem Arzt. Wunderbar. Und sie denkt eigentlich sofort, es könnte auch ein Leben mit diesem Manne möglich sein. Oder es könnte ein Leben, das ist vielleicht ein bisschen zu romantisch, ein Leben mit einem Banditen in Frankreich möglich sein. Also ich beharre auf dieser... Ich beharre auf dieser These, dass das Buch sehr viel damit zu tun hat, dass Kinderlosigkeit ein großes Thema dieses Buches ist. Also es gibt diese Unparterre. Da darf ich eine Unparterre gesagt. Es gibt bei der ersten Überfahrt, man muss ja sagen, die Frau kommt aus der Tschechoslowakei, ihr Vater ist abgeholt worden von den Nazis und sie ist mit der Mutter nach Kanada ausgewandert. Und bei der Überfahrt gibt es den Tod eines Kindes. Und das Kind wird mit Rosen aus Menstruationsbinden beerdigt. Das alles sind sehr wichtige Motive für das Buch. Warum heißt das Buch denn so? Naja, das ist genau die Kinderszene. Die Kinderszene. Ja. Das Baby wird auf hoher See 1947 beim schwedischen Schiff beerdigt. Ja. Und die Hauptperson Magda fragt als Ich-Erzählerin, und sagt dem Baby, als Ich-Erzählerin, stimmt es eigentlich, was du siehst? Du erlebst erst grau, dann weiß, dann blau und dann zu den Sternen. Ja, das sagt das sie. Ist die, also das ist ein Bild vom Sterben. Okay, ja. Ein Bild vom Sterben. Ja. Dann, sehr poetischer Titel. Meinetwegen. Ja. Das Motto dieses Buches heißt, von Schönberg adaptiert, ich fühle die Nähe zu den Sternen. Zu den Planeten. Ja, Planeten. Moment. Und jetzt als drittes Element, der behinderte Junge des befreundeten Ehepaars, spielt mit den Sternen. Er ist Astronom und wird geholfen von der Magda, indem sie ihm irgendwelche Texte übersetzt. Das heißt, es gibt ein Geflecht über diese Menstruationsbinden. Ich werde jetzt unfein. Das ist ein Buch für Interpreten, die gern einen Glanz in den Augen bekommen, weil sie so viel Futter für ihre Interpretation haben. Wenn das Ganze in den Büchern ist. Wenn schon jemand ein schönes Buch schreibt, dann bin ich wieder dagegen. Ich habe mehreren Kritiken ein schauderhaftes Wort gelesen. Sehr dummes. Ich finde erstens... Ich hoffe, ich habe es noch nicht gebraucht. Nein, noch nicht. Ich finde zunächst einmal sehr wichtig, dass dieses Buch von einer Frau geschrieben wurde, denn ein Mann hätte ein solches Buch anders geschrieben. Das ist doch die Geschichte von dem Mann, der verheiratet ist 15 Jahre mit einer Frau und dann geht der runter Zigaretten holen und ist aber 2 Jahre... Aber nach 3 Fehlgeburten kann das ein Mann nicht machen. Halt. Er kann das andere Unglücke erlebt haben. Kann schon andere Sachen ähnlicher Art erlebt haben, nicht gerade Fehlgeburten. Aber ich habe in einer Kritik gelesen, dies sei ein Buch für Leserinnen. Das ist großer Unsinn. Ja. So etwas gibt es nicht. Nur schlechte Literatur gibt es für Leser oder Leserinnen. Gute ist immer sowohl als auch. Und dies ist ein Buch für Männer, sehr aufschlussreich, sehr interessant. Und ich glaube, dass dieses Buch von etwas zeugt. Wir werden gleich andere Beispiele heute haben. Diese Frau hat Talent. Und für uns aus deutscher Sicht ein Trost. Denn in Deutschland sind die literarischen Debütanten meist sehr alt. Es ist doch ganz selten, dass einer mit 25 anfängt zu schreiben. Die hat auch relativ spät angefangen. Und es ist dennoch ein junges Buch.
Vielleicht, weil sie sich die Frische der Sicht bewahrt hat. Na, vielleicht kommt noch etwas anderes dazu. Das ist ein Buch, das nicht alles ausplaudert. Es verschweigt sich selbst auch und es lässt viele Rätsel offen. Sie sagen, Herr Karasek, ja, es ist Futter für die Interpreten. Aber jedes Buch, das so mit starken Emblemen arbeitet und sehr viel ausspart und viele Löcher lässt, die verschwiegen sind, wo man selber weiterdenken muss und mit der eigenen Fantasie auch hineingehen muss, natürlich reizt so ein Buch zur Interpretation. Ich vermag aber darin wirklich keinen Tadel zu sehen. Ist es so schlimm, dass ein bestimmter Ton da ist? Nein, ein wunderbarer, leichter Ton. Ich richte mich nicht gegen den Ton. Also, ich denke nur, wenn man zum Beispiel die Sterne etwas überstrapaziert, die der Junge und die sie sehen will, gut, dass sie sich über diese Ecke sehr schnell verstehen. Mir war das Buch auch in seiner, es enthält ja noch eine große Kunsttheorie. Der Mann ist ja Maler gewesen und... Herr Karasek, auf die Kunsttheorie können wir nicht eingehen, wir möchten aber von Ihnen hören, was Sie von dem Buch von Irene Dische nennen. Das nenne ich einen abrupten Übergang. Einen abrupten Übergang. Wir müssen weitermachen. Ja. Irene Dische. Irene Dische hat ein Buch geschrieben in Berlin und sie lebt auch in Berlin. Trotzdem ist dieses Buch ein Unikum. Sie hat es nämlich in amerikanischer Sprache geschrieben und Reinhard Kaiser hat das Buch übersetzt. Es ist ein Buch, das ihrem Verlangen in gewisser Weise entgegenkommt und doch nicht entgegenkommt. Es ist ein Buch, das mitten um die deutsche Wiedervereinigung spielt und die als Echo enthält. Aber das Schöne an Irene Disches Buch ist, es ist nicht etwa eine als Roman verkleidete Reportage über die Wiedervereinigung, sondern es ist das Buch über einen Adligen, der AIDS hat und in den letzten Wochen, Monaten seines Todes auf einmal entdeckt, dass er ohne Beziehungen lebt und deshalb ein Kind adoptiert. Und mit dem Kind etwas sehr Unerwünschtes bekommt. Er bekommt die Mutter von dem Kind mit und er bekommt eine Familie und er bekommt eine Verantwortung und das Kind ist auch ziemlich grässlich. Aber diese Beziehung, die so grässlich und so schrecklich ist, die erweist sich eigentlich als das, was man zum Leben braucht. Und insofern ist es für mich ein sehr schönes Buch. Noch ein Schlenker zurück zum letzten Buch. Es hat im Unterschied zum letzten Buch verfügt es über eine wunderbare Ironie und Selbstironie. Es kann Szenen bauen. Es zeigt zum Beispiel, man erlebt ein Telefongespräch, um das als letzten Satz zu sagen, und sie hört über das Telefon Sirenengeheul und Schüsse und sagt, ah, meine Familie macht sich einen gemütlichen Abend, das Fernsehen läuft. Toller Satz. Ja, Frau Löffler, sind Sie mit diesem Urteil einverstanden? Mich hat an diesem Buch etwas anderes sehr interessiert, nämlich die Hauptfigur. Dieser vermutlich AIDS-Kranke, genau wird es ja nie gesagt, Adelige, der von Beruf Physiker ist. Der sich einer Theorie widmet über ein kaum vorhandenes oder nur errechenbares Elementarteilchen, das er Solitron nennt, was natürlich ein Symbol für ihn selbst ist, nämlich ein für sich selbst bestehendes Teilchen, das mit anderen nicht kommuniziert. Und er selbst ist auch so ein Solitron. Der Typus hat mich interessiert. Das ist ein sehr moderner Typus und ein weit verbreiteter. Nämlich ein beziehungsunfähiger, ganz kalter Typ, der nur über die Rationalität funktioniert, der ziemlich steril ist, der auch eine große Scheu hat und eine große Berührungsangst mit Menschen. Und der wird ja jetzt überwältigt dadurch, dass nun plötzlich Leute in seiner Wohnung stehen, die auch in Unordnung bringen. Leute mit ihrer Leiblichkeit und ihrer Sinnlichkeit, die mit plötzlich... Mit ihrer Leiblichkeit. Ist das nur gute Literatur? Ich finde, vielleicht irre ich mich da oder ich überinterpretiere das Buch, aber für mich ist das doch auch ein sehr starkes Emblem, eine ganz große Metapher für Deutschland heute. Deutschland, das dann, ja, so habe ich das Buch gelesen, Entschuldigung. Ja, das ist zulässig, kann man so lesen. Leute, die Berührungsangst haben und gerne die anderen Menschen auf Distanz haben möchten und nun kommen plötzlich aus dem Osten, so wie auch diese beiden russischen Menschen, Leute ins Land, die stehen plötzlich im eigenen Haus, in der eigenen Wohnung und stellen Anforderungen.
Und der Einwohner nun, der eigentlich die Leute nicht so nahe auf der Haut haben möchte, muss sich dazu verhalten. Und er ändert sich. Das ist für mich der interessante Ansatz dieses Buches. Aber ich bin völlig einer Meinung mit Frau Löffler. Ich denke, dass das wirklich eine Art Emblem für die deutschen Berührungsängste nach der Einheit ist. Und das ist deshalb eigentlich wirklich das erste Buch, also, ist, das Ihrer Forderung nachkommt. Herr Koll, ist ja fast nicht zulässig. Jetzt bin ich nicht nur mit Ihnen über Kreuz, sondern auch mit Ihrer Meinung. Ja, Gott sei Dank. Ja, du hast ja Mut. Also nun, nee, gar nicht Mut. Ja. Ich habe zweimal versucht, durch zwei Lektüren Durchgänge versucht, zu erkunden, warum die Autorin dieses Buch geschrieben hat und was es dann soll. Und zwar sehr, sehr schwerwiegenden und mühseligen Lektüre-Durchgängen. Ist es ein Roman über einen satirisch gemeinten Deutschen? Der heißt Benedikt Graf Waller von Wallerstein. Ist kein Malit mit Abitur. Also, ist es das? Nie und nimmer. Es ist ein Klischee, glaube ich, als eines Grafen, eine abgezogene Figur, eine Papierfigur. Ist es ein Roman über die Wiedervereinigung? Die kommt schon vor. Das kommt der Tag vor, an dem die Mauer fällt. Und das 1:1 umtauschen. Aber es wird nicht transparent. Es kommt vor, wie man mit eine Taube erschlägt mit Berliner Mauerstücken. Ja. Ist das vielleicht eine Metapher? Ja. Es kommen viele. Oder, Entschuldigung, Sie haben wahrscheinlich übersehen oder wollen es jetzt nicht haben, dass sehr schön vorkommt, wie die Westdeutschen rüberfahren in das noch halb getrennte Ostberlin und sich Arbeitskräfte dort billig besorgen. Es kommt in ein Viertel des Romans vor. Ansonsten ist es vielleicht ein dritter. So gelernt er die Hauptfigur kennen. Eine Gesellschaftssatire. Aber das ist ja auch nicht die Hochzeitsgesellschaft und diese Geschlossgesellschaft sind ja einfach Papiertheater. Ja, naja. Wissen Sie, ich glaube, diese Autorin Ayrin Desche ist eine intelligente Frau. Gar keine Frage. Sie kann schreiben. Gar keine Frage. Sie beherrscht ihr Handwerk. Es gibt sehr gute Episoden. Da ist nur ein kleiner Fehler drin. Sie ist talentlos. Das ist eine Könnerin ohne Talent. Sie beherrscht das Handwerk. Sie hat von dem, was die Margrit de Moor in Überreich uns offeriert, hat sie nichts. Diese Prosa ist oft vernünftig. Jemand hat eine Kritik darüber geschrieben, ich glaube, es war in der FAZ mit dem Titel Der Kitsch, der aus der Kälte kommt. Ich war verblüfft. Bis zur Seite 150 habe ich mir gedacht, ein bisschen Kitsch wäre mir schon lieb. Ist doch gar kein Kitsch. Aber ab Seite 150, wo der Held in sein Schloss kommt, da kommt der Kitsch. Und die Klischees werden uns hier geliefert. Es ist unerträglich. Es ist eine Prosa ohne Charme. Und deswegen gibt es so viele Leute, sehr viele, die anders als Herr Karasek, nicht imstande waren, das Buch zu Ende zu lesen. Glaube ich. Das heißt, Ihr Urteil ist sehr hart. Aber ist hart, na klar, wir müssen doch klar reden. Aber es ist, Herr Reichenski, es ist, glaube ich, eines ist überanstrengend. Es ist überanstrengend. Konstruiert und alles, haben Sie nicht gesagt. Wenn wir das Wort Kitsch bemühen, so war es bei einer anderen Autorin etwas angebrachter als bei Frau Desche. Ich will nur sagen, Moment. Dies ist, obwohl ein auf Englisch geschriebener Roman, ein Roman, was Sie Papier nennen, in einer sehr deutlichen deutschen romantischen Tradition mit diesem Schloss und ich glaube, dass nein, also Kurz Mahler gibt es auch Schlösser, also schöne Schlösser. Mach ja, von Wallerstein klingt ja wieder. Lassen Sie, wenn Sie wirklich mal sich vor Augen halten, wie auf dem Schloss das Personal beschrieben wird, wie was für Verhältnisse zwischen Chauffeur und Köch und so weiter. Das sind alles sehr genaue Beobachtungen. Und Ihre Irritation war ganz in Ordnung. In der Tat hat das Buch, und deshalb habe ich diesen Vergleich zur Romantik, hat das Buch sehr zersetzende satirische Elemente. Es zersetzt seine Figuren mit... Das ist doch kein Fehler. Nein. Wäre doch kein Vorwurf. Nein, du hast es nicht gefunden. Ja. Darf ich dazu zum Wort Kitsch und zersetzend und Satire etwas sagen? Das passt ja irgendwie nicht zusammen. Der Kitsch ist natürlich ein vorgeführter Kitsch unter Anführungszeichen. Ja. Und der Ton, der in diesem Buch herrscht, ist natürlich ein Ton der Suffisanz.
der ja eigentlich mit diesen Elementen spielt. Wenn man bedenkt, wie dieses Buch anfängt, über die musikalische Form müssen wir dann sowieso noch reden, aber wie das Buch anfängt. Das Buch beginnt damit, dass jemand eine unerhörte Annonce aufgibt. Das ist ein direktes Zitat von der Marquise von O, die auch ein ganz unerhörtes Inserat aufgibt und einen Vater sucht für ihr Kind, das sie erwartet. Ja. Dieser Mann, ein Vater sein dieser Mann sucht ein Kind und sagt, ich bin AIDS-krank, ich bin todkrank und suche ein Kind, ich möchte ein Kind adoptieren. Da sieht man doch schon, dass das auf einer ganz anderen literarischen Ebene ist. Da spielt doch bereits mit den Materialien und natürlich mit solchen Materialien wie einer aristokratischen Gesellschaft kann man doch heutzutage wirklich nur also spielen. Also Kurz Mahler ist ein unfairer draus. Vergleich. Unfair. Bleiben wir bei Kleist. Sie haben vollkommen recht. Diese Geschichte mit der Anzeige, total unwahrscheinlich, so unwahrscheinlich wie die Sache in der Marquise von O. Nur, es kommt ein immer literarisches Zitat. Halt, es kommt darauf an, ob ein Schriftsteller das Talent hat, das Unwahrscheinliche glaubwürdig zu machen. Kleist hat es geschafft. Sie schafft es überhaupt nicht. Es ist ein Buch ohne Magie. Es ist alles konstruiert. Es ist alles erfunden. Dabei ganz gut, manch eine Episode, manch eine Nebenfigur. Das ist gar nicht, ich habe doch gesagt, das ist eine Könnerin ohne Talent. Ja, ich verstehe überhaupt also ich nicht, wie diese. Das die, ja, ich kann diese Unterscheidung nicht machen. Ja, unsere Ansichten gehen auseinander. Nein, das ist, Herr Reichernitzki, es ist ein satirisches Buch. Ja. Ein Satiriker hat selbstverständlich haben das Sie Recht, sich nicht gelangweilt dabei? Nein, ich habe mich tödlich gelangweilt bei dem Buch. Na gut, Herr Reichranitzki, ich habe mich bei der Demor tödlich gelangweilt. Ah, das ist doch kein Argument. Ja, gut. Nein. Darf ich mal zur Dische zurückkehren, zu dem, was Frau Löffler sagt? Da gibt es eine Szene in einem Berliner Kaufhaus. Sie werden sagen, die ist sehr konstruiert. Da machen die eine gesamtdeutsche Karte an. Und dann leuchten die einzelnen Städte da in Lampen auf. Dann kriegen die Elektriker es nicht hin, dass diese Karte leuchtet. Dann sagt die Erzählerin, ohne Beleuchtung sieht Deutschland ganz schön traurig aus. Das sind so Sätze, die wirklich sehr schön gesetzt sind und sehr schön herausgekommen. Das ist ein konstruiert. Ich werde Ihnen was verraten. Ohne Beleuchtung sieht Belgien auch sehr traurig aus. Naja, wir sprechen also, jetzt nicht mehr. Gut, was gut. Ist denn das wieder für ein geistreicher Satz? Ohne Beleuchtung sieht Deutschland traurig aus. Nein, das kann nur jeder schreiben. Jeder Provinzjournalist aus Aschaffenburg kann sowas schreiben. Ja? Das ist doch nichts. Nein, ich will ja nicht sagen, ich habe doch nicht gesagt, die Frau sei völlig unfähig. Ich habe nur gesagt, talentlos, was anderes. Nein, Herr Reichranitzki, ihr beide habt wirklich bei dem Demor-Buch gesagt, oh Gott, was da gefühlt ist. Ja. Und die kann sich irren. Ja. Und das ist, es gibt keinen Satz von Ironie und Distanz und Abstand. Bei der Demor? Bei der Demor, so gut wie nicht. Oh Gott. Also, hier bei diesem Buch. Dies ist ein, wie jeder satirische Roman, ist er natürlich konstruierter als ein erfüllter Roman. Da kommen nicht Sterne, die man bemühen muss und kein behindertes Kind, an das man sich anklammern kann. Und selbst ein AIDS-kranker Mann wird nicht geschildert, dass man bei jeder zweiten Seite sagt, der Arme und nun geht's ihm wieder so schlecht. Dies ist also ein Roman, der mit sehr viel mehr Kälte geschrieben ist. Ich möchte dafür plädieren, dass die Kälte in der deutschen Literatur auch ihr Recht bekommt und nicht nur diese Kükennestwärme, die man immer bewundert. Verzeihen, warum muss die Kälte ihr Recht bekommen? Warum nicht? Warum nicht? Weil kalt immer auf talentlos verweist. Ach, Unsinn. Gute Bücher Ach, Unsinn. Sind nicht kalt. Unsinn. Heinrich Manns Untertan, ein satirischer Roman, kalt ist er nicht. Der ist mit Hass. Dort, wo er nicht kalt ist, ist er auch nicht ganz so gut. Doch. Da ist mit Hass geschrieben, da ist was nicht. Nein, die Irene Dische ist ja keine Hasserin. Nein, natürlich nicht. Aber sie ist nur eine Schreiberin, die so und so viele Zeilen produziert hat. Das ist doch das Unglück. Wenn sie eine Hasserin wäre. Ich glaube, dass die Irene Dische einen ganz besonderen Ton in die deutsche Literatur reingebracht hat. Nicht erst mit diesem Buch, sondern mit schon den mit den vorhergehenden Erzählungen namens Fromme Lügen, die damals auch mindestens so irritiert haben wie dieses Buch. Und zwar eben aus dem gleichen Grunde, weil die Irene Dische nämlich immer an diese wunden Punkte rührt, wo die Leute gerne ein bisschen Gefühligkeit hätten und sagen, liebe Frau, sind Sie doch nicht so hart, Sie schauen Sie doch nicht gar so erbarmungslos hin, sind Sie doch nicht so herzlos. Aber sie ist herzlos und das ist ihre besondere Qualität. Sie wäre noch herzloser, wenn sie Figuren hätte entstehen lassen.
Ja, wir müssen das mal abbrechen. Lassen wir mal die Frage offen. Die Zuschauer werden sich entscheiden. Die einen werden Frau Löffler und Herrn Karasek glauben. Die anderen werden Ihnen, Herr Kolbe und mir, glauben. Und dann wird sich's erweisen. Ja, jetzt das nächste. Ich wünsche mir viele, die Frau Löffler und mir glauben. Klar, natürlich, weiß ich. Also, jetzt der nächste Fall. Alexander Tijma, ein serbokroatischer Autor. Sie sprechen, als ob die Autoren alle verarztet werden müssten. Na, es sind Fälle. Für mich ist immer jedes neue Buch ein Fall. Wie geht's uns denn heute? Ja. Also, ja. Also, es ist mehr ein juristischer Fall, wo man als Verteidiger oder Ankläger auftritt und nicht ein medizinischer Fall. Mit Medizin hat das nichts zu tun, sondern mit der Rechtsprechung. Kritik hat nämlich mit Rechtsprechung ohne Kodex etwas zu tun. Ja, und Gott sei Dank kommen die Autoren auch nicht ins Gefängnis und wir müssen keine Revision erdulden. Aber sie werden manchmal zu Schlimmen verurteilt. Nicht ins Gefängnis. Das Urteil sieht anders aus. Also, Alexander Tijma, ein serbokroatischer Autor, in Deutschland seit 2-3 Jahren erst bekannt. Er ist knapp 70 Jahre alt, er lebt seit einem Jahr in Paris. Er ist ein Autor, der zunächst auch lange als Journalist, als Verleger, als Lektor tätig war und dann berühmt wurde in Europa, nicht nur in Deutschland, mit einem Roman, Der Gebrauch des Menschen, ein Roman, der während des Zweiten Weltkriegs spielt. Und nun kommt nach diesem Roman ein Band Erzählungen, Die Schule der Gottlosigkeit. Ein dünnes Buch, 4 Erzählungen, erschienen in Jugoslawien damals vor 15 Jahren und jetzt deutsch. Es sind Erzählungen, die während des Zweiten Weltkrieges oder kurz danach spielen. Und es sind ausnahmslos Erzählungen, die Menschen in Extremsituationen, in ungewöhnlichen Situationen zeigen. Da ist ein Mann, der in einer Wohnung sitzt, man weiß nicht wo, wie, aber man spürt sofort, das ist irgendwo im alten Jugoslawien, vielleicht in der Nähe der österreichischen Grenze. Ein Mann sitzt in einer Wohnung, die Frau schläft, die Tochter schläft, und er weiß, am nächsten Morgen werden die deportiert. Also während der Nazi-Zeit ist das Juden deportiert. Natürlich. Wohin deportiert? Das wird nicht gesagt, aber es ist klar, Auschwitz ist gemeint. Und was sich hier abspielt, wie dieser Mann die Nacht erlebt, wie dieser Mann sich überlegt, ob es nicht richtiger wäre, Weib und Tochter zu töten, als ihnen diese Qual nicht zu ersparen, wie dieser Qual auszusetzen, wie der Mann sich sein Leben überlegt und wie vor allem eins gezeigt wird, wie Menschen, diese Familie, natürlich unzählige Bindungen haben, bürgerliche Bindungen, es sind bürgerliche Menschen einer bürgerlichen Gesellschaft und wie alles außer Kraft gesetzt wird durch einen ungeheuerlichen Terror. Das zeigt Autor. Das ist eine Geschichte. Eine andere Geschichte ist von einem Mann erzählt, der seinen Namen, seine Identität gewechselt hat während der Okkupation und der nicht zurück kann, der nicht weiß, unter welcher Identität oder mit welcher Identität er leben sollte. Eine dritte Geschichte behandelt eine Wohnungsfrage. Da ist eine ganz normale Geschichte, ein Ehepaar mit 2 Kindern, ein Junge, ein Mädchen, nur sind die ein bisschen größer, 15, 16 Jahre alt, können wirklich nicht mehr in einem Zimmer wohnen, die Wohnung ist zu eng, er bemüht sich um eine andere, es kommen viele Verwicklungen, das ist eine Nachkriegsgeschichte, die spielt nicht. Die spielt im kommunistischen Jugoslawien, wo Wohnungen zugeteilt werden, natürlich, aufgrund von Protektion. Die Geschichte hätte genauso spielen können in Polen oder in Ungarn oder im kommunistischen Tschechoslowakei. Es geht nur um diese Geschichte, dadurch ist eine Verwicklung noch entstanden, denn er soll die Wohnung einer Lehrerin bekommen, die früher ihm während der Okkupation geholfen hat, die Lehrerin. Und die vierte Geschichte, die Titelgeschichte Schule der Gottlosigkeit, ist eine Geschichte über eine Folterung. Die Folterung eines Verhafteten, gesehen aus der Perspektive des Folterers. Und wir erfahren über den, der gefoltert wird, sehr wenig und über den, der foltert, sehr viel.
Das ist so das Thema dieser vier Erzählungen. Erzählt werden sie traditionell. Schluss. Wer möchte jetzt was sagen? Ich habe noch einiges zu sagen, aber später. Ich finde die Geschichte, die Titelgeschichte, die fast beklemmendste dieses Buchs. Man wird beim Lesen so beunruhigt, dass man wirklich sie zur Seite legen muss. Sie ist eine Geschichte in einer großen Tradition. Sie handelt davon, dass der Folterer einen jungen Mann zu Tode bringt, den er vielleicht auch ein bisschen liebt, den er beneidet, weil er einer anderen Schicht angehört. Zur gleichen Zeit liegt sein Sohn todkrank da. Und er denkt, während er diesen Gefangenen wirklich überflüssigerweise, denn er braucht keine Geständnisse mehr aus ihm zu erbringen, bestialisch zu Tode bringt, dabei auch noch einen Orgasmus hat, er überlegt, dass sein Sohn in der gleichen Minute sterben wird. Und erfährt dann, dass der Sohn in Wahrheit in dem gleichen Moment gesund geworden ist. Und dies ist ungeheuerlich, weil er geht auf die Knie nieder und sagt, Gott, ich danke dir, dass es dich nicht gibt. Das ist die Quintessenz dieser Geschichte, die sehr vielschichtig ist. Und in diesem, da wird sozusagen für mich eine abendländische Tradition der atheistischen Literatur bemüht, anklagt, was bei Büchner zum ersten Mal in Dantons Tod steht. Jeder Schmerz ist ein Beweis des Atheismus. Hier ist die Folter in einem diktatorischen Regime wahrscheinlich während der Zeit des Faschismus in Kroatien oder so. Wobei er aber nicht anklagt. Nein, überhaupt nein, nein, überhaupt nicht. Er schildert das, aber das ist so erschreckend. Es ist ein großes Monument, diese Erzählung, wirklich ein großes Monument des verzweifelten Atheismus. Und also er klagt nicht an, aber er erhebt auch keine Moral, keine moralischen Prinzipien. Es gibt eigentlich nur noch ein Prinzip in dem Buch, glaube ich. Und das wird plötzlich ein ganz menschliches, ein ganz im weiteren Sinne moralisches, nämlich das Prinzip Erzählung. Er erzählt, so klassisch oder konventionell, wie Sie meinen. Traditionell, nicht konventionell, habe ich gesagt. Es ist von einzigartiger Klarheit und Wunderbarkeit. Werden Dinge erzählt, die man in der Tat, wie Sie sagen, beiseite legen muss, weil man es nicht mehr aushält. Ja. Warum das Kapell der Erzählung nicht mehr ja, aussieht. Diese objektive Wahrheit der Erzählung ist so schmerzhaft, so schmerzlich, dass sie nicht aushält. Es geht ja vielleicht nicht nur um die Erzählung. Es geht vielleicht auch wirklich um die moralischen Fragen, die in diesem Buch gestellt werden. Und ich denke, dass der Tijma das moralische Dilemma, das er in jeder Erzählung konstruiert, derartig zuspitzt, dass es beinahe unerträglich wird. Das Dilemma ist so zugespitzt, dass man auch als Leser eigentlich fast nicht mehr aus kann. Man muss sich selber dem auch stellen. Das ist, wenn man will, sehr konstruiert. Und was dahinter steht, ist natürlich schon eine gottlose Welt. Eine Welt, in der die Bosheit hier ganz bestimmt nicht bestraft wird, sondern möglicherweise triumphiert. Also eigentlich eine Welt, in der der Genius Malignus herrscht, was ja wobei es nicht so ist, dass Bosheit etwa belohnt wird. Denn dieser Folterer weiß ganz genau, auch seine Stunde wird schlagen. Wenn dieses Regime kippt, dann wird er ebenso dran sein. Die Gottlosigkeit beruht nicht auf dem Sieg des Schlechten, sondern auf der totalen Gleichgültigkeit jeglicher Instanz. Das ist die Kraft dieser Erzählung. Ich habe dieses eine Motiv ganz anders gelesen. Er foltert den Häftling nicht, weil er ihn beneidet oder dergleichen. Er foltert ihn zunächst aus einem einzigen Grund. Karrierismus und Opportunismus. Er will Karriere machen in dem Sicherheitsdienst, in der Geheimpolizei. Da kommen aber viele andere Momente. Das ist aber nachher ändert er sich, denn er foltert ihn weiter im Augenblick, wo das Geständnis für die Geheimpolizei gar nicht mehr nötig ist. Aber schon bei der Karriere spielt ja eine Rolle, dass er sagt, ich bin hässlich, der kommt aus einem feinen Haus, der ist hübsch, also es hat schon diese homoerotische... Aber wir müssen auf eine Sache uns noch... Darf ich nur einfach sagen, weil Sie sagen homoerotisch, es ist natürlich auch eine total perverse Liebesgeschichte, die da bis zum Orgasmus führt. Und gleichzeitig auch denkt er seinen kleinen Jungen, der im Sterben liegt, ja auch in diesen jungen Mann, den er da tötet und deformiert mit hinein. Ja. Das ist auf drei Ebenen fast unerträglich. Ja. Nun ist aber eine Sache doch wichtig. Für uns ist doch klar,
das spielt in einer ganz bestimmten politischen Welt. Mhm. Und das kann in jeder anderen Terrorwelt genauso spielen. Das kann im Nationalsozialismus sein, das kann in einer kommunistischen, einer stalinistischen Gesellschaft sein. In der südamerikanischen Diktatur. Natürlich, ist überhaupt, die Geschichte ist übertragbar. Nur, woher kommt die außerordentliche Wirkung von allen vier Geschichten? Die Foltergeschichte mag die stärkste sein. Ja, diese Deportationsgeschichte ist auch unendlich stark. Die Deportationsgeschichte, unendlich stark. Die Erwartung der Deportation, die Nacht, ist fabelhaft. Warum? Woher kommt die Kraft dieser Sache? Ich habe vorher gesagt, ich meine das ernst, das sind keine Witze. Die Mariette de Moor ist etwas zerstreut, flatterhaft, aber sehr musikalisch und poetisch ist die Prosa. Diese Prosa ist nicht poetisch, diese Prosa ist nicht musikalisch, aber sie ist, was die Prosa der Mariette de Moor nicht sein will, sie ist souverän erzählt. Von einem ganz souveränen Erzähler, von einer außerordentlichen Kraft. Ein Erzähler, der sich bei jedem Satz überlegt, das spürt man, ist der Satz nötig oder nicht. Da ist nichts Überflüssiges in diesen Erzählungen. Es ist ein traditioneller Erzähler und er beweist. Wollten Sie damit sagen, dass bei der de Moor viele Sätze überflüssig sind? Aber natürlich, gut, ja. Klar, sind natürlich viele. Ja. Nur sehen Sie, das ist der Unterschied. Bei der de Moor sind viele Sätze überflüssig. Bei der Ditsche ist das ganze Buch überflüssig. Ja, natürlich, bei das was ganz anderes, dieser Alexander Tischma. Sein ganz souveräner Erzähler von einer außerordentlichen Suggestivität. Die Suggestivität der Erzählung ist das Große. Und da stellt es sich heraus, wenn einer traditionell erzählt, aber so gut, ist der Einwand modern, nicht modern, völlig belanglos. Der kennt den Filmschnitt, den die Mariette de Moor Ja, das ist moderne Literatur, das ist Literatur nach der Strafkolonie. Das ist ganz eindeutig. Diese Literatur gehört in den albtraumartigen Erfahrungswinkel der modernen Folter, wo die Neuzeit wieder begonnen hat, die Menschlichkeit außer Kraft zu setzen, ist eine der Erzählungen, die darauf reagiert. Und insofern ist das hochmoderne Literatur. Ja, ich würde auch sagen, ich habe sehr oft an Albert Camus denken müssen. Ja. Es hat auch sehr viel von Camus, von dieser kristallinen Klarheit, aber Intellektualität. Aber es ist viel später als Camus geschrieben, daher sei das nicht als Einwand gegen Camus gesagt. Überhaupt nicht. Für mich ist dieser Tischma intensiver als Camus. Ja, für mich auch, weil intensiver. Camus ist etwas konstruierter, dies hier ist irgendwie erfahrener, aber das sind so man hilflose Beschreibungen. Man spürt ja auch noch etwas, das mag ein Vorurteil sein, aber ich spüre etwas bei dem Buch von dem Tischma. Man spürt die ganze Zeit, das ist kein junger Autor, das ist ein reifer Autor, der das schreibt. Das ist eine ungeheure Suggestivität, die er mit seiner Sprache, auch mit der Verwendung der Requisiten, erreicht. Das ist alles durchdacht und nichts konstruiert. Vielleicht sollte nichts man noch einen zeitgenössischen Hinweis machen. Das Buch hat zwar mit dem gegenwärtigen Zustand in Jugoslawien nichts zu tun. Nichts zu tun. Aber sozusagen ungewollt erklärt es ihn mit. Denn in allen Erzählungen spielen die Verspannungen der jugoslawischen Nationalitäten, die Eifersüchteleien, die Unterdrückung durch die Serben, wenn man Kroate oder Ungar ist, das spielt eine große Rolle. Und insofern erklärt das Buch heutzutage mehr, als es sich damals vorgenommen hat. Ja, gut, das ist jede gute Literatur erreicht mehr, als ursprünglich der Autor wollte. Aber das ist sehr richtig. Das Wunder dieses Buches. Und der dritte Text, also diese schlimmste Nacht, ist für mich ein Wunder an Prosagenauigkeit. Das Wunder dieses Buches sehe ich darin, dass nichts mehr da ist. Keine Moral, keine Schuld, keine Anklage. Ja, keine Bindung, nichts. Alles. Aber die Fähigkeit und die Macht und Souveränität des Erzählens ist noch da. Also das ist im Grunde... Neben allem auch anderen auch ein Plädoyer für Literatur. Ja, also aber Herr Dr. Kolbe, ganz kann ich Ihnen nicht zustimmen. Diese Geschichten sind alle hochmoralisch, weil sie ja andauernd zeigen, dass ein Mensch sich so oder so entscheiden kann. Also das ist doch, sind doch moralische Fragen. Zum Beispiel auch der Folterer könnte jeden Augenblick aufhören und er weiß, dass das, was er tut, nicht in Ordnung ist. Und der Mann bringt seine Kinder nicht und seine Frau nicht um. Und der Mann, der kann man da nicht eine Lösung finden. Nein, ich glaube nicht. Es ist natürlich hochmoralisch, aber die Moral jeder dieser Geschichten steht immer zwischen den Zeilen. Es ist die Moral, es ist eine ganz einfache Moral.
Sie haben das vorgenannt, Menschen in Extremsituationen. Man kann auch sagen, dieses Buch nimmt eine Zeile aus dem Vater Unser und führe uns nicht in Versuchung. Es sind alles Menschen, die dauernd in Versuchung, in extreme Versuchungen geführt werden und dazu zu schwach sind. Das ist da. Und, aber gleichzeitig auch immer sehr hoch reflektiert, auch darüber nachdenken, was sie jetzt tun und wie sie sich entscheiden sollen. Ja. Der Mann, der sich die Wohnung zuteilen lässt und dafür eine 80-jährige Frau, der er sehr viel verdankt, aus dieser Wohnung hinausdrängt. Die ganze Erzählung handelt doch davon, soll er das tun? Ist er dazu legitimiert? Ja, aber das ist ein Mann mit Skrupeln. Ja, aber er geht doch nicht anders als um diese Skrupel. Deswegen sage ich, es sind moralische Geschichten. Er wird legitimiert durch einen ungeheuren Trick, durch eine Einflüsterung. Dann wird ihm gesagt, die Frau würde die Wohnung sowieso verlieren. Das heißt, du wirst zwar an ihr schuldig, aber sie würde sowieso rausgeworfen. Und das macht die Sache nur noch schlimmer. Wir müssen weitergehen. Ich möchte hier nur eine kurze allgemeine Bemerkung einfügen. Dem literarischen Quartett wird oft von Zuschauern vorgeworfen, dass wir die Bücher nicht hinreichend loben und nicht positiv sind. Wir sind nicht der verlängerte Arm der Werbeabteilungen deutscher Verlage. Wir sind dazu da, zu sagen, was wir von den Büchern halten. Und heute haben wir, das war gut so und ist schön so, Bücher, die wir dringend empfehlen können, wie Alexander Tischma, wie die Margit de Moor, wie manche meinen es auch die Irene Dischel. Manche mögen es heiß. Ja, manche, ja. Gut, aber weiter. Das nächste Buch. Agota Christoph, Die dritte Lüge, ist das dritte Buch nach Das große Heft und Der Beweis, was alles zusammen, so als wäre eine Trilogie. Sagen Sie ein paar Worte über die Autorin, bitte. Was zusammen, die drei Bücher zusammen, so etwas wie eine Trilogie bilden kann. Agota Christoph, eine gebürtige Ungarin, die 1956 in die Schweiz emigriert ist und Französisch schreibt, was, glaube ich, wichtig ist. Alle drei Bücher erzählen im Grunde die gleiche Geschichte. Die Geschichte von Lukas und Klaus, einem Zwillingspärchen. Auch dieses letzte, dritte Buch, Die dritte Lüge, tut dieses. Man weiß nicht ganz genau, ob das nun zwei Personen sind oder eine doppelte Identität haben, man weiß es nicht ganz genau. Man weiß es umso weniger, als Lukas und Klaus ein Anagramm bilden, also eine Buchstabenbewechslung. Mhm. Man weiß es noch weniger, weil eben diese dritte Lüge, das letzte hier zu sprechende Buch, in zwei Teile, nicht zerfällt, aber aufgeteilt ist. In einem Teil spricht der Lukas und in einem der Klaus. Und Lukas ist dann in der Stadt der Kindheit geraten, in einem totalitären Staat, im Ostblock, nehme ich an, und findet die Straßen grau, findet die Erinnerungen grau, Erinnerungen an die Großmutter, an die Krankheitszeit im Krankenhaus und an Hoffnungslosigkeit. Und findet sich am Anfang im Gefängnis wieder, aus dem er dann abschiebenderweise in die Hauptstadt gelangt und man erfährt, worum es ihm eigentlich geht, worum es dem Buch geht, die Suche nach dem Bruder, ist der Fall. Und ist das wohl die Suche nach sich selbst, auf der Suche nach der ich Identität? Ich referiere jetzt mal. Bitte? Das wird nicht gesagt, überhaupt nicht gesagt. So kann man es wohl lesen. So kann man es wohl sehen, aber ich referiere es erstmal. Also er kommt in die Stadt und meint, die Telefonnummer des Bruders rauszubringen und ruft ihn an. Schnitt. Der zweite Teil, Klaus, sitzt genau da ein, wo der andere aufgehört hat, verleugnet seine Mutter, bei der er lebt, und die den Lukas, den verlorenen Sohn, abgöttisch liebt. Währenddessen erinnert sich der Klaus, der andere Bruder, an furchtbare Familientragödien, geradezu mythischen Ausmaßes. Also Mutter erschießt, Vater verletzt den Zwillingsbruder dabei. Und es ist also eine wirkliche ödipale Furchtbarkeit. Und schließlich endlich trifft der Klaus diesen Lukas, seinen vermeintlichen Bruder. Und Klaus leugnet die Bruderschaft. Ja. Lukas wirft sich vor den Zug und Klaus wird demnächst ein Gleiches tun. Wir fragen uns, wie das auf 165 Seiten alles unterzubringen ist.
Ja, ich glaube, das und Geheimnis ist, der Roman ist ja eigentlich in Dialogform geschrieben. Ja. Er hat kaum reflektierende Passagen, sondern er ist eigentlich durchdialogisiert. Das macht ihn so rasant. Dialog, und so. Das ist eine Sprache, die im Grunde nur besteht aus Subjekt, Prädikat und Objekt. Ja, aber das ist das ungewöhnlich originelle. Das ist sprachlich ein sehr interessantes Buch. Ja. Es mag damit zusammenhängen, die eigenartige Sprache des Buches, dass Französisch nicht die Muttersprache der Autorin ist. Das ist eine nicht übliche Sprache. Es ist von allen Büchern, wie wir heute reden, das der Form nach modernste und extremste Buch. Sie haben ja gesagt, Frau Löffler sagte eigentlich nur Dialoge. Es sind diese kurzen Sätze, meist Hauptsätze, eigentlich alle, führen zur Monotonie. Nicht bei ihr, bei der Agota Christoph nicht. Dies ist das Zeichen einer ganz ungewöhnlichen Kraft. In einer anderen Form als die drei Bücher, über die wir bisher gesprochen haben. Und es sind sehr allgemeine Probleme. Heimat, Heimatlosigkeit, Identität. Verlust und Suche der Identität. Das ist ein sehr übertragbares. Herr Reich-Ranicki, auch hier könnte man ähnlich wie bei der Dische wieder sagen, es ist eine Antwort auf die großen Veränderungen in Europa. Es ist das Buch, wo eine Autorin, die 56 nach der Ungarischen Revolution ihre Heimat verlassen hat, da nicht wiederher, auf einmal eine Situation simuliert, wo sie die Heimat wieder suchen kann. Denn diese Revolution hat stattgefunden, aber das Buch hat eine enorme Fähigkeit. Es kann diesen privaten oder subjektiven Fall so verallgemeinern, dass es ein beklemmendes Buch über Identitätssuche, über Suche der Eltern, über Erklärung der Eltern, über das Verhältnis von Liebe und Nichtliebe in einer Familie, all das über Waisenhaussituationen, über die Fremdheit, die die Heimat hat und das alles gleichzeitig mit einer immer verschwimmenden, das Aufregende an dieser Prosa für mich sind neben den kurzen Sätzen und neben den Dialogen, dass sie unmerklich in Träume übergeht, dass sie die Zeiten verwechselt, dass auf einmal Erwachsene wieder Kinder sind, in einem Satz verwechselt sie das. Und das wird auch logisch gleichzeitig erklärt, weil eine Mutter, die ihren Sohn natürlich erwartet, ihn so infantil in Erinnerung hat mit 4 Jahren. Nur eine ganz kleine Gefahr sehe ich bei der Autorin und bei dem, was sie jetzt so macht im dritten Buch. Das erste Buch, das große Heft, war eine Sensation. Mit Recht auch. Da ist diese Sprache, diese Abbreviatur, diese verzweifelte Kargheit der Sprache, hat so viel Sinn gemacht, man konnte es gar nicht fassen. Jetzt beim dritten Buch nun wird es allmählich und manchmal an gewissen Passagen zur Attitüde, zur modischen. Bin ich sicher, nein, ob wir das nicht etwas anders formulieren können. Das ist keine Attitüde, das sind Wiederholungen. Die Wiederholungen mag man billigen oder nicht, aber das ist nicht. Es sind thematische Wiederholungen, bewusste Wiederholungen. Ja, bewusst, thematisch, sprachlich dann eher notgehorchend als dem Motivtriebe. Ja, einerseits, es ist ja hier schon gesagt worden, ist es ein Buch, das sehr archaisch ist. Aber eine ganz archaische Situation, nämlich das Thema der feindlichen Brüder. In diesen drei Büchern kommen immer wieder die Zwillinge vor, in einer etwas anderen Konstellation zueinander. Im großen Heft sprechen die Brüder immer nur als wir. Das heißt, es sind Zwillinge, die miteinander so identisch sind, dass sie gar keine voneinander getrennte Identität haben. Und die Tragödie des ersten Buches ist, dass diese beiden Zwillinge, die sich immer als ein Wir, als ein Kollektiv eins Ich verstanden haben, getrennt werden. Und das ist der Schmerz oder der Riss, der durch das erste Buch geht und der das zweite und das dritte bis zum Extrem füllt. Nämlich die beiden, die einmal eine Einheit waren, eine Union waren, die jetzt getrennt sind und einander immer zusehends feindlicher gegenüberstehen. Darf man zu den Zwillingen noch was sagen bei diesem dritten Buch? Das scheint mir sehr wichtig. Es ist auch eine Reflexion darüber, wie sich ein und dieselbe Person jenseits und diesseits des Eisernen Vorhangs entwickelt hätte, die ursprünglich identisch waren und die jetzt sehr verschieden sind. Insofern, die werfen sich ja vor, du ähnelst dir gar nicht mehr. Und insofern ist diese Zwillingskonstruktion vielleicht nur
Vielleicht geht es nur um eine einzige Person, das haben Sie ja schon gesagt. Ja. Vielleicht ist das nur ein Anagramm und ein Mensch reflektiert, wie wäre ich geblieben, wenn ich in der Heimat geblieben wäre? Wie wäre ich anders geworden, wenn ich weggegangen wäre und so weiter und so fort. Offen gelassen. Ja. Ich glaube, es ist auch ein Kain und Abel-Mythos. Ja. Ich glaube, nicht offen gestanden. Ich habe eher gedacht an Jakob und Esau. Weil es geht ja um den einen Bruder, der dem anderen das Erbe wegnimmt. Also eher das. Aber feindliche Brüder auf jeden Fall. Ja, ja. Darf ich aber noch etwas dazu sagen zum politischen Klima dieses Buches? Das scheint mir doch sehr zu ähneln dem Buch von Alexander Tijma. Es ist schon ein Buch, das auf eine sehr beklemmende Weise einen totalitären Staat zeigt und eine unglaublich verworrene historische Gegebenheit, wo es Besatzungen gegeben hat, die verschiedensten Loyalitäten, wo die Menschen dauernd gezwungen wurden, sich anderen Regimen anzupassen oder in die Flucht geschlagen wurden, unterdrückt wurden, deformiert wurden. Aber hier ist die Diktatur von so einer freudlosen Freundlichkeit. Da kommen ja nicht wie in dem anderen Buch so... Die beiden Brüder kommen doch an der Grenze, wo andauernd... die vermiente Grenze, die die Menschen dauernd tötet. Es ist ja kein Zufall, dass ich in der Reihenfolge die beiden Bücher nebeneinander gestellt habe. Ich denke, das politische Klima in beiden ist schon ziemlich vergleichbar. Es ist eigentlich dasselbe Klima. Beide Bücher beweisen die alte Weisheit, die alte Wahrheit, dass gute Autoren sich ihre Themen gar nicht suchen können. Einer, der sich hinsetzt und überlegt, worüber schreibe ich ein Buch, das wird nichts werden. Hier in beiden Fällen ist es das Thema, das sich den Autor gefunden hat. Die Agota Christoph konnte gar nicht über ein anderes Thema schreiben, als über diese ihre Erlebnisse. Ihr Leben, ja. Ihr Leben, das ist selbstverständlich, das ist ganz klar. Und der Tijma genauso, der Alexander Tijma. Nur, und das ist für mich das Interessante, dass sie beide dasselbe Thema auf ganz unterschiedliche Weise behandelt haben. Es ist ja überhaupt nicht vergleichbar. Die Mittel sind unterschiedlich. Die Agota Christoph ist die einzige, die hochmoderne Mittel anwendet. Die anderen sind mehr oder weniger traditionell. Obwohl bei der Margaret Moore auch diese vielen Zeitsprünge, Rückblenden, Vorlaufen unentwegt sind. Hier sind ja auch sehr viele Zeitsprünge. Aber es ist dennoch nie verspielt. Das Interessante, die Frau ist von einer großen Konsequenz, ich möchte sagen, ein radikales Buch, ganz radikal. Das heißt, radikal heißt ja an die Wurzeln gehen, zu Deutsch. Es geht an die Wurzeln der Problematik und das ist das Erstaunliche. Und wenngleich Prophezeiungen in der Literatur immer riskant sind, ich glaube, die Frau wird nie über ein anderes Thema schreiben. Das ist das Thema ihres Lebens und ihrer nächsten Aber Bücher. Zu radikal muss man dazu sagen, obwohl das alles so gewichtig klingt, was wir gesagt haben und mit Recht so klingt, es liest sich sehr leicht. Es ist ein Durch die Buch, Hauptsätze. Es ist ein Buch, das... Also einen in seinen Sog zieht und wo man nicht das Gefühl hat, Gott, jetzt muss ich mich da durcharbeiten, das ist das es nicht. Das Wort Sog ist richtig. Ich glaube, es war Jochen Hieber, der in der FAZ geschrieben hat, dieses Buch, von dem geht ein Sog aus, wie von der Prosa von Thomas Bernhard. Dabei ist das völlig unterschiedlich. Bernhard schreibt nämlich eine ganz andere wortreiche Prosa als diese sparsame, beinahe skelettierte Prosa. Aber eine Sogwirkung geht von beiden Autoren aus. Und bei der Christoph ist das auch hoch beachtlich. Wir haben schon wieder ein Buch gelobt. Ja, es gibt gute Literatur, nur leider, ich muss doch etwas sagen, was Leute ärgern wird. Ausländische Literatur, deutsche gute Literatur ist heutzutage schwer zu finden. Aber wir sind Optimisten. Jetzt kommen wir zum nächsten Buch. Toni Morrison, Jazz, bitte. Das Buch der Nobelpreisträgerin Toni Morrison heißt Jazz. Das Wort Jazz kommt sonst in dem ganzen Roman nicht vor. Gleichwohl ist dieses ganze Buch eigentlich im Jazz-Rhythmus komponiert. Vielleicht, wir haben es leider bei der Irene Dische nicht gesagt, vielleicht kann ich es jetzt nochmal nachholen. Wir haben also heute es eigentlich mit zwei Büchern zu tun, die ganz dezidiert musikalisch gearbeitet sind. Das Buch der Irene Dische ist gearbeitet nach den 33 Diabelli-Variationen von Beethoven. Und dieses Buch ist komponiert im Jazz-Rhythmus. Das heißt, es gibt sozusagen keine Hauptfigur, sondern es gibt mehrere gleichberechtigte Stimmen,
die nacheinander vortreten, improvisieren, ein Thema variieren, abwandeln, wieder zurücktreten, dann kommt der nächste. Diese Art von Gleichberechtigung im Ton ist auf jeden Fall gegeben. Worum geht es in diesem Buch? Es geht um das eigentlich das Grundthema aller Bücher dieser Nobelpreisträgerin, nämlich das Thema, den Schwarzen, den Afroamerikanern, ihre gestohlene Geschichte, ihre nicht geschriebene Geschichte wiederzugeben bzw. sie zu rekonstruieren, denn sehr viel von dieser Geschichte hat es ja nicht gegeben. Es ist natürlich eine Geschichte der Unterdrückung, der Versklavung, der Enteignung der Menschen. In vielen ihrer früheren Büchern sind es traurige Geschichten, trostlose Geschichten der Entwürdigung. Menschen, die Abkömmlinge, selbst Sklaven sind oder die Abkömmlinge von Sklaven sind und ein schrecklich deformiertes Leben führen. In diesem Buch nun ist die Situation ein bisschen anders. Sie spielt im Jazz-Zeitalter, also in den 20er Jahren, in Harlem, in Amerika, in New York. Und es ist die erste Zeit eigentlich, wo die Schwarzen so etwas wie einen ethnischen Stolz in Amerika entwickeln konnten, weil sie ihre eigene Lebensart zum ersten Mal ausprobieren konnten, durchsetzen konnten im Jazz-Zeitalter. Es ist eine Zeit, wo sehr viele der ehemaligen Sklaven oder Abkömmlinge von Sklaven aus den Südstaaten, den ehemaligen Sklavenstaaten, nach New York gehen, weil New York ihnen die Freiheit verspricht. Ein freieres Leben, ein besseres Leben. Und das versuchen sie dort zu erreichen. Und die Hauptfiguren in diesem Buch versuchen das auch. Ein Ehepaar, kinderlos, die beide Abkömmlinge von Sklaven sind und hier ein besseres Leben suchen. Und etwas versuchen, was den Schwarzen, so er sieht es, die Toni Morrison, immer weggenommen worden ist. Durch die Versklavung sind die Familienstrukturen kaputt gegangen. Schwarze konnten keine Familien gründen, die Männer sind immer davongelaufen. Eigentlich sind es sozusagen ein unfreiwilliges Matriarchat, weil nur die Frauen, die Großmütter, die Mütter, die Kinder gegründet haben. Und hier wird gezeigt, dass dieses kinderlose Ehepaar versucht, eine Tochter zu adoptieren, eine Tochter, die aber vielleicht auch eine Liebhaberin ist. Jedenfalls wird versucht, noch einmal eine Familie neu zu entwerfen und zu konstruieren. Das geht zuerst schief, weil der Mann dieses Mädchen umbringt. Aber die Toni Morrison gibt dem Konstrukt eine zweite Chance. Und zum Schluss wird noch versucht, dieses Ehepaar noch einmal mit einer Tochter ein neues Leben zu führen. Also ich habe das Buch ganz anders gelesen. Und ich bin auch froh, dass das Wort umbringen wenigstens am Schluss fällt. Es ist nämlich eine Mordgeschichte. Es ist die Geschichte eines alternden Mannes mit über 50 Jahre, der sich neben seiner Frau eine Liebhaberin sucht, ein junges Mädchen, und dieses Mädchen umbringt, als die sich einen jungen Liebhaber umbringt. Das ist also eine Carmen-Geschichte eher als eine Familiensuche. Das ist auch eine Tochter. Er sucht diese Mädchen auch die gut, Tochter. Wenn das wird auch immer wieder gesagt. Haben die das nur gelebt? Also ich will sagen, der Jazz, den Frau Löffler in der Konstruktion beschrieben hat, der wird von der Morrison sehr zweideutig beschrieben. Nämlich der Jazz ist auch, und deshalb komme ich mehr auf die gewaltsamen Züge dieses Buchs, der Jazz ist auch die Versuchung, die Ordnungen zu zerstören. Und dies ist auch ein Buch der zerstörten Ordnungen, wo man also etwas Neues tut. Mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil Figuren oder so lange Figuren wie die Vermieterin, die Tante und so weiter versuchen, die alten Ordnungen noch gegen dieses neue Chaos aufrechtzuerhalten und sagen, natürlich muss das schiefgehen, wenn man sich einen Liebhaber und sich so anzieht und so schminkt und auf diese Musik hört und in diese Lokale geht. Mir hat das Buch auf einmal nicht mehr so gut gefallen, wenn am Schluss, und da bin ich wieder mit Frau Löffler, aber aus anderen Gründen einer Meinung, wenn sie fast zu meiner Verstörung sagt, das junge Mädchen hätte es eigentlich nicht besser verdient, als dass sie umgebracht wurde. Am Ende, ganz am Ende, vereint sich das alte Ehepaar. Das heißt, sie gehen zusammen aufs Dach im Sommer und haben wieder einen Vogel, nachdem die Frau den Vogel, den Papagei, ich liebe dich, schrie, im Winter freigelassen hat. Sie haben wieder einen Vogel und der Vogel ist völlig bedürfnislos. Nur eines scheint er zu mögen, Musik. Und auf dem Dach spielen ein paar alte Männer Blues. Ja. Mit diesem friedfernen Ikone geht das zu Ende. Ja.
Es ist keineswegs die Zerstörung der Ordnung und die Konfusion. Denn es wird ja auch, was bisher ein bisschen zu wenig vorgekommen ist, es wird ja auch erzählt die Vergangenheit, die Virginia-Vergangenheit, die fast mythische Vergangenheit mit diesem Golden Grey, der seinen Vater sucht und dem Joe, mit der Sprache, seine Mutter gefällt es ihnen oder Moment, nicht oder Moment, wie? Das ist, ja. So einfach ist das nicht. Ja. So einfach ist es Gott Gott sei Dank nicht. Ja. Da nehme ich soll in diesen Passagen die Vergangenheit der Schwarzen rekonstruierend. Sollte was wie ein Mythos. Es soll erklärt werden, dass die Identitätsverluste früher liegen. Aber beide nein, tut ihr so, nein, als ob da, nein, als ob da auf dem Dach doch gar Idylle, nicht. Es ist ein Mord. Nein. Ein Mord ist ein Mord, der nicht geahndet wird. Ja, weil, das ist doch schrecklich. Weil die Schwarzen mit Recht sagen, diese weißen Polypen, ja, die bringen eh Unfug rein. Und der wird auch bei ihnen nicht geahndet, nämlich die nimmt wieder einen Vogel und sagt, nur ist alles wieder vergessen. Nur. Ja. Entscheidend ist, dass der kleine Anfang des Mythos errichtet wird. Ein sehr schöner, sehr zarter Mythos. Ein Mythos ist als Grundlage für Kultur unentbehrlich. Also diese Kultur, die in den 20er Jahren aufbricht dort, ist der Jazz. Nur lässt sich der Jazz leider nicht abbilden in Literatur. Und das ist ein großes Manko. Das Manko wird, glaube ich, noch größer. Oder durch die Übersetzung. Die Irritation. Die Irritation, die mich ereilt hat, trotz der unglaublichen sprachkräftigen Passagen, ist, dass das eine andere Welt ist. Das ist nicht unsere Welt. Wir haben im Deutschen kein Idiom, das dem der schwarzen Amerikaner entspricht. Haben wir nicht. Ja. Wir können nur sozusagen stellvertretend. Schön, dass wir es haben. Aber Herr Kolbe, verzeihen Sie eine einfache Frage. Interessiert Sie diese Welt? Fasziniert Sie diese Welt? Wollen Sie das freiwillig lesen oder haben Sie gelesen, weil Sie fürs Quartett das lesen müssen? Ich kann das noch immer nicht verstehen. Also diese Frage, Sie redet so immer herum um den heißen Brei. Nein, ich sage, das ist kompliziert. Ich habe das natürlich, ich habe das Problem gern gelesen. Ich habe diese Musik-Synkopierung gern gelesen. Ich habe ganz bestimmte Passagen, wie die plappernd, die Joe und die Alice, der Joe, die Alice, miteinander umgehen. Das ist wunderbar. Nur, es hat für mich keinen Zusammenhang gegeben. Ich habe keine Verbindlichkeit. Das ist mich eigentlich nicht was sehr heißt angegangen. Das verstehe ich nicht. Was hat das? Es hat keinen Zusammenhang ergeben. Das heißt, das Buch zerfällt. Ja? Nein, das heißt es nicht. Also ich denke, man muss der Toni Morrison zugestehen, dass sie ein Thema in die Literatur hineingebracht hat, das es in dieser Form bisher nicht gegeben hat. Mhm. Und das ist ihr Thema und das kann nur jemand wie sie so authentisch beschreiben, weil sie nun selber zum Teil dieser Gesellschaft, dieser Ethnie entstammt und es zum Teil auch ihre eigene Familiengeschichte ist, die sie da immer wieder reinbringt. Was ihre Bücher, man kann sie, glaube ich, nur kollektiv sehen, sie sind keine Familiengeschichte, aber sie machen so etwas, was ich ethnische Geschichtsschreibung nennen würde. Tut so, als wäre das so weit weg von uns. Das Buch ist bis auf diesen Mythenteil, auf den man noch kommen kann, ist eine sehr exakte und sehr genaue Beschreibung einer Wirklichkeit, die wir täglich vor Augen sehen, einer Großstadt und einer Bevölkerung in einer Großstadt, die dort unterdrückt ist. Und das wird sehr schön gezeigt, wie eine Frau Angst hat, wie Friseusen arbeiten, wie in Lokalen die Menschen behandelt werden, wie sie am Freitag sich amüsieren wollen, warum der Donnerstag für sie der schönste Tag Herr ist. Karasek, wir tun so, als sei das doch so schrecklich weit weg. Nein, das Buch kommt, das Buch Herr Karasek, kommt. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Glauben Sie, dass es egal ist, ob das schwarze Menschen sind oder weiße? Nein, das ist natürlich nicht egal, genauso wenig wie es egal ist, dass das bei Tisma in Serbien spielt. Das ist nie bei einem Buch egal, wo es spielt. Aber es ist nachvollziehbar. Doch. Das stimmt nicht. Alles, was Tisma erzählt und was in Serbien spielt, also ich könnte genauso in Polen spielen. Nicht ein Wort bräuchte man zu ändern. Aber warum kann ein Buch nicht auch in
Deutschland spielen, wo ein Mann, dessen Ehe erfroren ist, eines Tages sich eine jüngere Freundin nimmt und aus Eifersucht die anschießt und sie stirbt dabei. Mein Gott, ist das nicht nachvollziehbar? Nein, Herr Karasek, das ist die Geschichte. Doch, das ist das Wichtige. Frau Löffler hat recht, das ist nicht das Wichtige. Es ist eine ethnische Geschichte und eine eindeutig schwarze Geschichte. Ja, ja, klar. Sie brauchen doch nur zu bedenken, was die Familiengeschichten, die Biografien dieser einzelnen Leute sind. Dieses Mädchen, das hier getötet wird von ihrem Liebhaber. Dessen Eltern sind umgebracht worden. Ja, aber bitte, sie sind gelyncht worden. Ja, ja. Das ist zum Beispiel die Geschichte. Ja. Darf ich hier zwei Worte noch hinzufügen? Man sollte sich hüten, in dem Fall die Autoren zu überschätzen und zu unterschätzen. Das ist nicht immer wichtig. Im Falle Tijma ist egal, den kann man etwas überschätzen, etwas unterschätzen. Das ist eine ganz überragende Figur, offensichtlich der europäischen Literatur. Die Morrison ist eine Autorin, die sehr sympathisch ist, aus verschiedenen Gründen. Sie ist eine sehr vernünftige, kluge Frau, von der wir allerlei gelesen haben, Interviews, Reden und dergleichen. Es ist eine Erzählerin, die ihr Handwerk beherrscht. Gar keine Frage, das kann sie. Es ist aber eine Sache zu stellen, das habe ich so ein bisschen gehört bei Herrn Kolbe, keiner hat das so deutlich gesagt. Er fragt, Herr Karasek, warum ist uns das fremd? Da geht es doch um eine Großstadt. Stimmt nicht. Hat schon Frau Löffler gesagt, es geht nicht um eine Großstadt. Das ist nicht ein New York-Roman, sondern ein Roman über Schwarz. Ein Harlem-Roman. Denn als es in den 20er Jahren einen New York-Roman gab, Manhattan-Transfer von Dos Passos, war es für uns, für die Leser in Mitteleuropa, überhaupt nicht fremd. Der New York-Roman. Das ist kein New York-Roman, sondern ein Roman über das Leben der Schwarzen einer ganz bestimmten Zeit. Und die Frage ist, und die muss deutlich gestellt werden, ohne ermäßigten Tarif und keinen besonderen Preisnachlass, ob die Autorin wirklich diesem Thema, in diesem Roman gewachsen war. Ich habe hier, als wir vor 2-3 Jahren über einen Roman des israelischen Autors David Grossman gesprochen haben, mich geweigert, ihm einen ermäßigten Wiedergutmachungstarif zuzubilligen und fand sein Buch missraten. Andere waren anderer Ansicht. Ich bin auch hier gar nicht überzeugt von diesem Roman. Ich empfinde, ich weiß nicht, wie Sie es empfinden, Herr Kolbe, dieses Milieu, das Sie schildern, als vollkommen fremd. Und es ist fremd, weil die Autorin mit dem Thema nicht zu Rande gekommen ist. Nur deshalb. Das Merkwürdige ist, sie sagt es selber. Das kommt, Ihnen ist auch fremd, das Milieu. Sie haben es schon gesagt. Ja, ich musste es Ihnen entlocken, diese Worte. Ich gebe zu, mir ist dieses Milieu weniger fremd als das in dem Demor-Buch. Mir ist das Milieu überhaupt nicht fremd, weil ich könnte es mir nach Kreuzberg übersetzen. Man soll nicht übersetzen, man soll die Bücher in ihrer Eigenart belassen, aber diese Eigenart hat sie sehr gut angefangen. Mir ist das Buch aus einem anderen Grund sehr verstörend, nämlich dort, wo es sich auf die Mythensuche beginnt. Diese Beschwörung der Vergangenheit, die war für mich sehr... Ich sag's mal, gewaltsam an den Haaren herbeigezogen. Ja, an den Haaren herbeigezogen. Ja. Und immer schlecht in der Literatur. Und zwar muss ich dazu sagen, die Haare spielen eine große Rolle in diesem Buch. Wenn man zum Beispiel, und warum ist einem das fremd, wenn man sieht, mit welcher Verzweiflung die sich die Krause machen lassen aus den Haaren, damit sie glatte Haare bekommen. Ja. Da wird eine Frau schildert. Das ist doch das Grundthema. Ja, die Frage gut, das ist, Grundthema. Wo sollen die Schwarzen ein Identitätsgefühl herhaben, wenn sie keine Geschichte haben? Und wenn sie andauernd durch den White American Dream gezwungen werden, sich an die völlig weiße richtig. Mittelstandsideologie trotzdem ist der Mythos gleichen, der schwächere Teil dieses Wir werden richtig. Das alles nicht klären und nicht lösen. Wir sind mit den 5 Büchern durch, aber wir sind noch nicht zu Ende. Wir wollen jetzt, wie jedes Mal vor Weihnachten, in der letzten Quartettsendung, jeder ein Buch als Weihnachtsgeschenk empfehlen. Herr Karasek, fangen Sie vielleicht an. Ja, ich möchte, eigentlich hätte ich dasselbe Buch, was gleich Herr Kolbe empfohlen hat, auch empfohlen, aber da man mehrere empfehlen sollte, nehme ich eins, das mir fast genauso lieb ist. Das ist Nabokov, Deutliche Worte. Das sind die Interviews, die sehr kunstvollen Interviews, weil er hat diese Interviews nicht so eben schnell zwischen Tür und Angel gegeben, sondern er hat sie nur schriftlich beantwortet und er hat sie sehr geduldig beantwortet. Dieses Buch ist deshalb so wichtig, weil es für mich die Antworten eines souveränen Geistes
gegen die Political Correctness enthält. Ein wunderbares Buch. Herr Kolb. Ohne Zögern empfehle ich Walter Kempowski Das Echolot. Ein 3000 Seiten Konvolut im Untertitel ein kollektives Tagebuch genannt, behandelnd die ersten zwei Monate des Jahres 1943. Es ist kein eigentlich literarisches Buch. Keine Zeile stammt von Kempowski selber. Aber man kann seine anderen Bücher so lesen, als würden auch keine Zeilen von Kempowski selber stammen. Es sind sehr authentische Bücher. Dieses ist ein großes Buch der Authentizität. Ein Dokumentarwerk. Ein Dokumentarwerk, das von einer Weltfülle ist, von einer Geschichtsträchtigkeit, wie kaum eines der letzten Jahre. Zwei Monate in Deutschland um Stalin gerade. Ich möchte ein Buch empfehlen, das im Aufbau Verlag erschienen ist. Es ist von Manfred Flügge, heißt Gesprungene Liebe, Untertitel Die wahre Geschichte zu Jules und Jim. Das ist der berühmte Film von Truffaut, was wir bisher wahrscheinlich nicht gewusst haben. Diese Dreier-Liebesgeschichte von Jules und Jim, berühmte Film mit Jean Moreau und Oskar Werner, hat historische Vorbilder. Und der Manfred Flügge erzählt die Geschichte dieser historischen Vorbilder in den 20er Jahren. Ja, und ich, da ich der Älteste in diesem Kreis bin, erlaube mir, ein ganz altes Buch zu empfehlen, dringend als Geschenk zu empfehlen. Den, glaube ich, spannendsten Kriminalroman, der je in der Weltliteratur geschrieben wurde. Dostojewskis Roman Verbrechen und Strafe. Früher hieß das Schuld und Sühne. Der richtige Titel, Verbrechen und Strafe, erschienen in neuer Übersetzung im Ammann Verlag Zürich, ist ein unerhört spannendes und wunderbares Werk. Wir sind zu Ende, wir haben schon ein bisschen überzogen und wieder einmal sehen wir betroffen den Vorhang zu und nicht alle Fragen offen. Bei Fehlgeburten kann das ein Mann nicht machen. Halt. Er kann andere Unglücke erlebt haben. Kann schon andere Sachen ähnlicher Art erlebt haben, nicht gerade Fehlgeburten. Aber ich habe in einer Kritik gelesen, dies sei ein Buch für Leserinnen. Das ist großer Unsinn. Ja. Sowas gibt es nicht. Nur schlechte Literatur gibt es für Leser oder Leserinnen. Gute ist immer sowohl als auch. Und dies ist ein Buch für Männer, sehr aufschlussreich, sehr interessant. Und ich glaube, dass dieses Buch von etwas zeugt. Wir werden gleich andere Beispiele heute haben. Diese Frau hat Talent. Und für uns aus deutscher Sicht ein Trost. Denn in Deutschland sind die literarischen Debütanten meist sehr alt. Es ist doch ganz selten, dass einer mit 25 anfängt zu schreiben. Die hat auch relativ spät angefangen. Und es ist dennoch ein junges Buch. Vielleicht, weil sie sich die Frische der Sicht bewahrt hat. Vielleicht kommt noch etwas anderes dazu. Das ist ein Buch, das nicht alles ausplaudert. Es verschweigt sich selbst auch und es lässt viele Rätsel offen. Sie sagen, Herr Karasek, es ist Futter für die Interpreten. Aber jedes Buch, das so mit starken Emblemen arbeitet und sehr viel ausspart und viele Löcher lässt, die verschwiegen sind, wo man selber weiterdenken muss und mit der eigenen Fantasie auch hineingehen muss, natürlich reizt so ein Buch zur Interpretation. Ich vermag aber darin wirklich keinen Tadel zu sehen. Ist es so schlimm, dass ein bestimmter Ton da ist? Nein, ein wunderbarer, leichter Ton. Ich richte mich nicht gegen den Ton. Also, ich denke nur, wenn man zum Beispiel die Sterne etwas überstrapaziert, die der Junge und die Sie sehen will, gut, dass Sie sich über diese Ecke sehr schnell verstehen. Mir war das Buch auch es enthält ja noch eine große Kunsttheorie. Der Mann ist ja Maler gewesen und... Herr Karasek, auf die Kunsttheorie können wir nicht eingehen. Wir möchten aber von Ihnen hören, was Sie von dem Buch von Ayrin Dischel
Nein. Das ist ein, das nenne ich einen abrupten Übergang. Einen abrupten Übergang. Wir müssen weitermachen. Ja. Ja. Irin Dische. Irin Dische hat ein Buch geschrieben in Berlin und sie lebt auch in Berlin. Trotzdem ist dieses Buch ein Unikum. Sie hat es nämlich in amerikanischer Sprache geschrieben und Reinhard Kaiser hat das Buch übersetzt. Es ist ein Buch, das ihrem Verlangen in gewisser Weise entgegenkommt und doch nicht entgegenkommt. Es ist ein Buch, das mitten um die deutsche Wiedervereinigung spielt und die als Echo enthält. Aber das Schöne an Irin Disches Buch ist, es ist nicht etwa eine als Roman verkleidete Reportage über die Wiedervereinigung, sondern es ist das Buch über einen Adligen, der AIDS hat und in den letzten Wochen, Monaten seines Todes auf einmal entdeckt, dass er ohne Beziehungen lebt und deshalb ein Kind adoptiert. Und mit dem Kind etwas sehr Unerwünschtes bekommt. Er bekommt die Mutter von dem Kind mit und er bekommt eine Familie und er bekommt eine Verantwortung und das Kind ist auch ziemlich grässlich. Aber diese Beziehung, die so grässlich und so schrecklich ist, die erweist sich eigentlich als das, was man zum Leben braucht. Und insofern ist es für mich ein sehr schönes Buch. Noch ein Schlenker zurück zum letzten Buch. Es hat im Unterschied zum letzten Buch verfügt es über eine wunderbare Ironie und Selbstironie. Es kann Szenen bauen. Es zeigt zum Beispiel, man erlebt ein Telefongespräch, um das als letzten Satz zu sagen, und sie hört über das Telefon Sirenengeheul und Schüsse und sagt, ah, meine Familie macht sich einen gemütlichen Abend, das Fernsehen läuft. Toller Satz. Ja, Frau Löffler, sind Sie mit diesem Urteil einverstanden? Mich hat an diesem Buch etwas anderes sehr interessiert, nämlich die Hauptfigur. Dieser vermutlich AIDS-Kranke, genau wird es ja nie gesagt, Adelige, der von Beruf Physiker ist, der sich einer Theorie widmet, über ein kaum vorhandenes oder nur errechenbares Elementarteilchen, das er Solitron nennt, was natürlich ein Symbol für ihn selbst ist, nämlich ein für sich selbst bestehendes Teilchen, das mit anderen nicht kommuniziert. Und er selbst ist auch so ein Solitron. Der Typus hat mich interessiert. Das ist ein sehr moderner Typus und ein weit verbreiteter. Nämlich ein beziehungsunfähiger, ganz kalter Typ, der nur über die Rationalität funktioniert, der ziemlich steril ist, der auch eine große Scheu hat und eine große Berührungsangst mit Menschen. Und der wird ja jetzt überwältigt dadurch, dass nun plötzlich Leute in seiner Wohnung stehen, die auch in Unordnung bringen. Leute mit ihrer Leiblichkeit und ihrer Sinnlichkeit, die mit plötzlich... Ihrem Geruch, mit ihrer alle. Leiblichkeit. Ist das nur gute Literatur? Ich finde, vielleicht irre ich mich da oder ich überinterpretiere das Buch, aber für mich ist das doch auch ein sehr starkes Emblem, eine ganz große Metapher für Deutschland heute. Deutschland, das dann, ja, so habe ich das Buch gelesen. Entschuldigung, ja, ja, das ist zulässig, kann man so lesen. Leute, ja. Die Berührungsangst haben und gerne die anderen Menschen auf Distanz haben möchten und nun kommen plötzlich aus dem Osten, so wie auch diese beiden russischen Menschen, Leute ins Land, die stehen plötzlich im eigenen Haus, in der eigenen Wohnung und stellen Anforderungen. Und der Einwohner nun, der eigentlich die Leute nicht so nahe auf der Haut haben möchte, muss sich dazu verhalten und er ändert sich. Das ist für mich der interessante Ansatz dieses Buches. Aber völlig einer Meinung mit Frau Löffler. Ich denke, dass das wirklich eine Art Emblem für die deutschen Berührungsängste nach der Einheit ist und das ist deshalb... eigentlich wirklich das erste Buch also, ist, das Ihrer Forderung nachkommt. Herr Koll, ist ja fast nicht zulässig. Jetzt bin ich nicht nur mit Ihnen über Kreuz, sondern mit Ihrer Meinung. Ja, Gott sei Dank. Ja, du hast ja, Mut. Also nun, nee, gar nicht Mut. Ja. Ich habe zweimal versucht, durch zwei Lektüren Durchgänge versucht, zu erkunden, warum die Autorin dieses Buch geschrieben hat und was es dann soll. Und zwar sehr, sehr schwerwiegenden und mühseligen Lektüre-Durchgängen. Ist es ein Roman über einen satirisch gemeinten Deutschen. Der heißt Benedikt Graf Waller von Wallerstein. Ist kein Mallet mit Abitur. Also, ist es das? Nie und nimmer. Es ist ein Klischee, glaube ich, als eines Grafen, eine abgezogene Figur, eine Papierfigur. Ist es ein Roman über die Wiedervereinigung? Die kommt schon vor.
Das kommt der Tag vor, an die Mauer fällt. Und das 1:1 umtauschen. Aber es wird nicht transparent. Es kommt vor, wie man mit einer Taube... Pianistin, Klavierlehrerin natürlich, sie hat Filme gemacht. Und das alles merkt man in dem Buch. Das ist ein ganz musikalisches, erotisches Buch. Ein fabelhafter Rhythmus, mit einer großen Leichtigkeit geschrieben. Da ist von einem Mädchen die Rede, von einer Frau, die sei ein bisschen zerstreut, waren zwei Verkehrsunfälle verstrickt. So ist das Buch geschrieben. Auch ein bisschen zerstreut, mal so flattert hin und her. Ja, so ein typisch weibliches Buch, nur hochpoetisch. Nur hochpoetisch, wunderbar. Das ist es. Der Böll hat mal ein schönes Wort gesagt. Er hat mir irgendein Autor geschrieben, hat gesagt, es kommt darauf an, was der Autor erreicht, dass er uns zwingt, ihm zu verzeihen, was er nicht gut macht. Der verzeihe ich alles, diese Autoren, weil sie so poetisch schreibt, so zart schreibt und so musikalisch. Und, Frau Löffler, bitte, der Filmschnitt. Sie ist eine Filmemacherin gewesen, hat eine Anzahl von Filmen über Künstler, über Maler oder Bildhauer gemacht. Ihr Mann war auch Bildhauer, ihr verstorbener Mann. Es ist mit einem Filmschnitt von Anfang bis zu Ende gemacht. Und natürlich ist die Frage, der Mord am Ende mit dem Nicht am Ende, am Anfang. Nein, also der Mord, dass die Frau ermordet wird. Ich weiß nicht, ob das nötig war. Ihr hat's so gefallen, mich stört das nicht. Also wenn man diese Frage stellt, das ist toll. Man nimmt das Moment eines Buchs, weswegen das Buch geschrieben worden ist, und sagt nachher, das ist allerdings nicht sehr wichtig. Das Buch ist genau wegen dieses Mordes geschrieben. Nein, und das Buch ist geschrieben, um ein Stück Leben zu zeigen. Nein, das Buch ist geschrieben, um eine bestimmte erotische Form des Erzählens vorzuführen. Nein, das Buch ist geschrieben, Entschuldigung. Ist völlig egal. Es wurde vorher erzählt, die Frau geht weg, man weiß nicht genau warum. Ja. Man weiß doch sehr genau warum. Es ist ein Buch über Unfruchtbarkeit, über Kinderlosigkeit. Das eine Ehepaar hat ein Kind, das sozusagen nicht das Kind ist, was sie erwartet haben. Das andere Ehepaar macht 3 Versuche, ein Kind zu bekommen. Sie hat 3 Fehlgeburten und danach geht sie weg. Ich glaube, das sollte man alles nicht untertreiben. Das ist sehr wichtig. Wenn ich es sagen darf, mit einem hässlichen, abscheulichen Wort. Ich kann das Wort nicht leiden, aber es ist hier nötig. Es ist ein Buch über einen Versuch der Selbstverwirklichung einer Frau. Einer Frau, die mit ihrem jetzigen Leben unzufrieden ist und ihr einen Ausweg sucht. Sie haben vorher gesagt, das will ich mal nicht vergessen, da gehen Leute miteinander ins Bett, man weiß nicht warum, oder sie gehen nicht ins Bett und man weiß nicht warum. Ich weiß schon warum. Möchte ich bemerken. Sie nicht, Herr Karasek, ich weiß ganz genau. Da gehen Leute ins Bett, wir haben was Richtiges gemerkt. Da geht die Heldin mal ins Bett mit dem oder jenem. Nicht, weil sie den Mann so liebt, sondern weil sie der Liebe bedürftig ist. Das also, gibt es. Bitte. Herr Reichernitzky, ich glaube, ich muss jetzt anfangen, die Margrit de Moor und ihr Buch gegen ihr Lob in Schutz zu nehmen. Denn ihr Lob ist schon etwas pejorativ. Wenn Sie sagen, es ist hochpoetisch, dann hat das schon irgendwie so einen merkwürdigen Beiklang, wenn das im Zusammenhang mit diesem Roman, den Sie jetzt in so ein merkwürdiges Frauen-Eck gestellt haben. Da würde ich doch einmal Aspekt Frauen-Ecken sind sehr angenehm manchmal. Es ist kein Frauenroman, den man so des Schutzes und der Fürsorge so bedürfen wird. Das ist kein Frauenbuch. Dasselbe könnte man auch von einem Mann sagen. Ein Mann, der einmal in einer bestimmten Lebenssituation versucht, nochmal auszubrechen und testweise ein anderes Leben zu probieren. Es geht ja um Alternativen zum eigenen Leben. Irgendwann der Zentralsatz, der dann immer auch in den Kritiken zitiert wird, der kommt ja da tatsächlich vor. Man könnte sich vorstellen, dass man ein ganz anderes Leben führt, das aber wo nur ein paar Dinge am eigenen Leben sich ändern und schon würde es in eine andere Richtung gehen. Andere Leben sind vorstellbar. Und die Frau versucht das in diesen 2 Jahren mal zu machen. Beispielsweise sitzt sie in einem Flugzeug, neben ihr kommt sie durch Zufall ins Gespräch mit einem Arzt. Wunderbar. Und sie denkt eigentlich sofort, es könnte auch ein Leben mit diesem Manne möglich sein. Oder es könnte ein Leben, das ist vielleicht ein bisschen zu romantisch, ein Leben mit einem Banditen in Frankreich möglich sein. Also ich beharre auf dieser
Ich beharre auf dieser These, dass das Buch sehr viel damit zu tun hat, dass Kinderlosigkeit ein großes Thema dieses Buches ist. Also es gibt diese Wunderparterre. Da darf ich eine Unparterre gesagt. Es gibt bei der ersten Überfahrt, man muss ja sagen, die Frau kommt aus der Tschechoslowakei, ihr Vater ist abgeholt worden von den Nazis und sie ist mit der Mutter nach Kanada ausgewandert. Und bei der Überfahrt gibt es den Tod eines Kindes und das Kind wird mit Rosen aus Menstruationsbinden beerdigt. Das alles sind sehr wichtige Motive für das Buch. Warum heißt das Buch denn so? Naja, das ist genau die Kinderszene. Die Kinderszene. Ja. Das Baby wird auf hoher See 1947 beim schwedischen Schiff beerdigt. Ja. Und die Hauptperson Magda fragt als Ich-Erzählerin, und sagt dem Baby, als Ich-Erzählerin, stimmt es eigentlich, was du siehst? Du erlebst erst grau, dann weiß, dann blau und dann zu den Sternen. Ja, das sagt das sie. Ist die, also das ist ein Bild vom Sterben. Okay, ja. Okay, ein Bild vom Sterben. Ja. Dann, sehr poetischer Titel. Meinetwegen, das Motto dieses Buches heißt, von Schönberg adaptiert, ich fühle die Nähe zu den Sternen. Zu Planeten, zu den Planeten. Ja, Planeten. Moment. Und jetzt als drittes Element, der behinderte Junge, des befreundeten Ehepaars, spielt mit den Sternen. Er ist Astronom und wird geholfen von der Magda, indem sie ihm irgendwelche Texte übersetzt. Das heißt, es gibt ein Geflecht über diese Menstruationsbinden. Ich werde jetzt unfein. Das ist ein Buch für Interpreten, die gern einen Glanz in den Augen bekommen, weil sie so viel Futter für ihre Interpretation haben. Wenn das Ganze in den Büchern ist. Wenn schon jemand ein schönes Buch schreibt, ja, dann bin ich wieder dagegen. Ich habe mehreren Kritiken ein schauderhaftes Wort gelesen. Sehr dummes. Ich finde erstens... Ich hoffe, ich habe es noch nicht gebraucht. Nein, noch nicht. Ich finde zunächst einmal sehr wichtig, dass dieses Buch von einer Frau geschrieben wurde, denn ein Mann hätte ein solches Buch anders geschrieben. Das ist doch die Geschichte von dem Mann, der verheiratet 15 Jahre mit einer Frau und dann geht der runter Zigaretten holen und ist zwei Jahre... Eine Taube erschlägt mit Berliner Mauerstücken. Ja. Ist das vielleicht eine Metapher? Nein, es kommen viele. Entschuldigung, Sie haben wahrscheinlich übersehen oder wollen es jetzt gesehen? Nicht haben, dass sehr schön vorkommt, wie die Westdeutschen rüberfahren in das noch halb getrennte Ostberlin und sich Arbeitskräfte dort billig besorgen. Das kommt in einem Viertel des Romans vor. Ansonsten ist es vielleicht ein drittes. So gelernt er die Hauptfigur kennen. Eine Gesellschaftssatire. Aber das ist ja auch nicht die Hochzeitsgesellschaft und diese Geschlossgesellschaft sind ja einfach Papiertheater. Ja, naja. Wissen Sie, ich glaube, diese Autorin Irene Dische ist eine intelligente Frau. Gar keine Frage. Sie kann schreiben. Gar keine Frage. Sie beherrscht ihr Handwerk. Es gibt sehr gute Episoden. Da ist nur ein kleiner Fehler drin. Sie ist talentlos. Das ist eine Könnerin ohne Talent. Sie beherrscht das Handwerk. Sie hat von dem, was die Marguerite de Moor in Überreich uns offeriert, hat sie nichts. Diese Prosa ist oft vernünftig. Jemand hat eine Kritik darüber geschrieben, ich glaube, es war in der FAZ mit dem Titel Der Kitsch, der aus der Kälte kommt. Ich war verblüfft. Bis zur Seite 150 habe ich mir gedacht, ein bisschen Kitsch wäre mir schon lieb. Ist doch gar kein Kitsch. Aber ab Seite 150, wo der Held in sein Schloss kommt, da kommt der Kitsch. Und die Klischees werden uns hier geliefert. Es ist unerträglich. Es ist eine Prosa ohne Charme. Und deswegen gibt es so viele Leute, sehr viele, die anders als Herr Karasek, nicht imstande waren, das Buch zu Ende zu lesen. Glaube ich. Das heißt, Ihr Urteil ist sehr hart, aber ist. Klar, wir müssen doch klar reden. Herr Raschinski, es ist, glaube ich, eines: Es ist überanstrengend. Es ist überanstrengend. Konstruiert alles, haben Sie nicht gesagt. Wenn wir das Wort Kitsch bemühen, so war es bei einer anderen Autorin etwas angebrachter als bei Frau Dische. Ich will nur sagen, Moment. Dies ist, obwohl ein auf Englisch geschriebener Roman, ein Roman, was Sie Papier nennen, in einer sehr
deutlichen deutschen romantischen Tradition mit diesem Schloss. Und ich glaube, dass Nein, also Kurzmaler, bei Kurzmaler gibt es auch Schlösser. Also, schöne Schlösser. Machen ja, von Wallerstein klingt ja lassen Sie, wenn Sie wirklich mal sich vor Augen halten, wie auf dem Schloss das Personal beschrieben wird. Wie, was für Verhältnisse zwischen Chauffeur und Köch und so weiter. Das sind alles sehr genaue Beobachtungen. Und Ihre Irritation war ganz in Ordnung. In der Tat hat das Buch, und deshalb habe ich diesen Vergleich zur Romantik, hat das Buch sehr zersetzende satirische Elemente. Es zersetzt seine Figuren mit... Das ist doch kein Fehler. Nein. Das wäre doch kein Vorwurf. Nein, du hast es nicht gefunden. Ja. Darf ich dazu zum Wort Kitsch und zersetzend und Satire etwas sagen? Das passt ja irgendwie nicht zusammen. Der Kitsch ist natürlich ein vorgeführter Kitsch unter Anführungszeichen. Ja. Und der Ton, der in diesem Buch herrscht, ist natürlich ein Ton der Suffisanz, der ja eigentlich mit diesen Elementen spielt. Wenn man bedenkt, wie dieses Buch anfängt, über die musikalische Form müssen wir dann sowieso noch reden, aber wie das Buch anfängt. Das Buch beginnt damit, dass jemand eine unerhörte Annonce aufgibt. Das ist ein direktes Zitat von der Marquise von O, die auch ein ganz unerhörtes Inserat aufgibt und einen Vater sucht für ihr Kind, das sie erwartet. Ja. Dieser sucht Mann, ein Vater sein dieser Kind. Mann sucht ein Kind und sagt, ich bin AIDS-krank, ich bin todkrank und suche ein Kind, ich möchte ein Kind adoptieren. Da sieht man doch schon, dass das auf einer ganz anderen literarischen Ebene ist. Eben. Da spielt doch bereits mit den Materialien und natürlich mit solchen Materialien wie einer aristokratischen Gesellschaft kann man doch heutzutage wirklich nur also spielen. Also Kurzmaler ist ein Illustrierte unfairer draus. Vergleich. Unfair. Und bleiben wir bei Kleist. Sie haben vollkommen recht. Diese Geschichte mit der Anzeige, total unwahrscheinlich, so unwahrscheinlich wie die Sache in der Marquise von O. Nur, es kommt ein immer... Ein literarisches Zitat. Halt, es kommt darauf an, ob ein Schriftsteller das Talent hat, das Unwahrscheinliche glaubwürdig zu machen. Kleist hat es geschafft. Sie schafft es überhaupt nicht. Es ist ein Buch ohne Magie. Es ist alles konstruiert. Es ist alles erfunden. Dabei ganz gut, manch eine Episode, manch eine Nebenfigur. Das ist gar nicht, ich habe doch gesagt, das ist eine Könnerin ohne Talent. Ja, ich verstehe überhaupt also diese Unterscheidung nicht nachmachen. Gehen auseinander. Nein, Herr Reichernitzky, es ist ein satirisches Buch. Ja. Ein Satiriker hat selbstverständlich haben das Sie Recht nicht gelangt, zu dieser Kälte. Dabei? Nein, ich habe mich tödlich gelangweilt bei dem Buch. Na gut, Herr Reichranitzky, ich habe mich bei der Demor tödlich gelangweilt. Das ist doch kein Argument. Ja, gut. Nein. Darf ich mal zu Dische zurückkehren, zu dem, was Frau Löffler sagt? Da gibt es eine Szene in einem Berliner Kaufhaus. Sie werden sagen, die ist sehr konstruiert. Da machen die eine gesamtdeutsche Karte an. Und dann leuchten die einzelnen Städte da in Lampen auf. Dann kriegen die Elektriker es nicht hin, dass diese Karte leuchtet. Dann sagt die Erzählerin, ohne Beleuchtung sieht Deutschland ganz schön traurig aus. Das sind so Sätze, die wirklich sehr schön gesetzt sind und sehr schön herausgehen. Das ist ein Konstruiert. Ich werde Ihnen was verraten. Ohne Beleuchtung sieht Belgien auch sehr traurig aus. Naja, wir sprechen also, jetzt nicht mehr. Gut, was gut. Ist denn das wieder für ein geistreicher Satz? Ohne Beleuchtung sieht Deutschland traurig aus. Nein, das kann nur jeder schreiben. Jeder Provinzjournalist aus Aschaffenburg kann sowas schreiben. Ja? Das ist doch nichts. Nein, ich will ja nicht sagen, ich habe doch nicht gesagt, die Frau sei völlig unfähig. Ich habe nur gesagt, talentlos, was anderes. Nein, Herr Reichranitzky, ihr beide habt wirklich bei dem Demor-Buch gesagt, oh Gott, was da gefühlt ist. Ja. Und die kann sich irren. Ja. Und das ist, es gibt keinen Satz von Ironie und Distanz und Abstand. Bei der Demor? So gut wie nicht. Oh Gott. Also, hier bei diesem Buch... Dies ist ein, wie jeder satirische Roman, ist er natürlich konstruierter als ein erfüllter Roman. Da kommen nicht Sterne, die man bemühen muss und kein behindertes Kind, an das man sich anklammern kann. Und selbst ein AIDS-kranker Mann wird nicht geschildert, dass man bei jeder zweiten Seite sagt, der Arme und nun geht's ihm wieder so schlecht. Dies ist also ein Roman, der mit sehr viel mehr Kälte geschrieben ist. Ich möchte dafür plädieren, dass die Kälte in der deutschen Literatur auch ihr Recht bekommt und nicht nur diese Kükennestwärme, die man immer bewundert. Verzeihen, warum muss die Kälte ihr Recht bekommen? Warum nicht? Warum nicht? Weil kalt
immer auf talentlos verweist. Ach, Unsinn. Gute Bücher Ach, sind Unsinn. Nicht kalt. Unsinn. Heinrich Manns Untertan, ein satirischer Roman, kalt ist er nicht. Der ist mit Hass Dort, wo er nicht kalt ist, ist er auch nicht ganz so gut. Doch, doch. Da ist mit Hass geschrieben, da ist was nicht. Nein, und die Irene Dische ist ja keine Hasserin. Nein, natürlich nicht. Aber sie ist nur eine Schreiberin, die so und so viele Zeilen Nein, produziert Moment, Moment. Hat. Das Nein. ist doch das Unglück. Nein, wenn sie eine Hasserin wäre. Ich glaube, dass die Irene Dische einen ganz besonderen Ton in die deutsche Literatur reingebracht hat. Nicht erst mit diesem Buch, sondern mit schon den mit den vorhergehenden Erzählungen namens Fromme Lügen, die damals auch mindestens so irritiert haben wie dieses Buch. Und zwar eben aus dem gleichen Grunde, weil die Irene Dische nämlich immer an diese wunden Punkte rührt, wo die Leute gerne ein bisschen Gefühligkeit hätten und sagen, liebe Frau, sind Sie doch nicht so hart, Sie schauen Sie doch nicht gar so erbarmungslos hin, sind Sie doch nicht so herzlos. Aber sie ist herzlos und das ist ihre besondere Qualität. Sie wäre noch herzloser, wenn sie Figuren hätte entstehen lassen. Ja, wir müssen das mal abbrechen. Lassen wir mal die Frage offen. Die Zuschauer werden sich entscheiden. Die einen werden Frau Löffler und Herrn Karasek glauben, die anderen werden Ihnen, Herr Kolbe und mir, glauben. Und dann wird sich's erweisen. Ja, jetzt das nächste Ich wünsche mir viele, die Frau Löffler und mir glauben. Klar, natürlich, weiß ich. Also, jetzt der nächste Fall. Alexander Tijma. Ein serbokroatischer Autor. Sie sprechen, Autor. Als ob die Autoren alle verarztet werden müssten. Na, das sind Fälle. Für mich ist immer jedes neue Buch ein Fall. Wie geht's uns denn heute? Ja. Also, ja. Also, es ist mehr ein juristischer Fall, wo man als Verteidiger oder Ankläger auftritt und nicht ein medizinischer Fall. Mit Medizin hat das nichts zu tun, sondern mit der Rechtsprechung. Kritik hat nämlich mit Rechtsprechung ohne Kodex etwas zu tun. Ja, und Gott sei Dank kommen die Autoren auch nicht ins Gefängnis und wir müssen keine Revision erdulden. Aber sie werden manchmal zu Schlimmen verurteilt. Nicht ins Gefängnis. Das Urteil sieht anders aus. Also, Alexander Tijma, ein serbokroatischer Autor, in Deutschland seit 2-3 Jahren erst bekannt. Er ist knapp 70 Jahre alt, er lebt seit einem Jahr in Paris. Er ist ein Autor, der zunächst auch lange als Journalist, als Verleger, als Lektor tätig war und dann berühmt wurde in Europa, nicht nur in Deutschland, mit einem Roman, Der Gebrauch des Menschen, ein Roman, der während des Zweiten Weltkriegs spielt. Und nun kommt nach diesem Roman ein Band Erzählungen, Die Schule der Gottlosigkeit. Ein dünnes Buch, 4 Erzählungen, erschienen in Jugoslawien damals vor 15 Jahren und jetzt deutsch. Es sind Erzählungen, die während des Zweiten Weltkrieges oder kurz danach spielen. Und es sind ausnahmslos Erzählungen, die Menschen in Extremsituationen, in ungewöhnlichen Situationen zeigen. Da ist ein Mann, der in einer Wohnung sitzt, man weiß nicht wo, wie, aber man spürt sofort, das ist irgendwo im alten Jugoslawien, vielleicht in der Nähe der österreichischen Grenze. Ein Mann sitzt in einer Wohnung, die Frau schläft, die Tochter schläft, und er weiß, am nächsten Morgen werden die deportiert. Also während der Nazizeit ist das die Judendeportation. Natürlich. Wohin deportiert? Das wird nicht gesagt, aber es ist klar, Auschwitz ist gemeint. Und was sich hier abspielt, wie dieser Mann die Nacht erlebt, wie dieser Mann sich überlegt, ob es nicht richtiger wäre, Weib und Tochter zu töten, als ihnen diese Qual nicht zu ersparen, wie dieser Qual auszusetzen, wie der Mann sich sein Leben überlegt und wie vor allem eins gezeigt wird, wie Menschen, diese Familie, natürlich unzählige Bindungen haben, bürgerliche Bindungen, es sind bürgerliche Menschen einer bürgerlichen Gesellschaft und wie alles außer Kraft gesetzt wird durch einen ungeheuerlichen Terror. Das zeigt Autor. Das ist eine Geschichte. Eine andere Geschichte ist von einem Mann erzählt, der seinen Namen, seine Identität gewechselt hat während der Okkupation und der nicht zurück kann, der nicht weiß, unter welcher Identität oder mit welcher Identität er leben sollte. Eine dritte Geschichte behandelt eine Wohnungsfrage.
Da ist eine ganz normale Geschichte, ein Ehepaar mit zwei Kindern, ein Junge, ein Mädchen, nur sind die ein bisschen größer, 15, 16 Jahre alt, die können wirklich nicht mehr in einem Zimmer wohnen, die Wohnung ist zu eng, er bemüht sich um eine andere, es kommen viele Verwicklungen, das ist eine Nachkriegsgeschichte, die spielt nicht. Spielt im kommunistischen Jugoslawien, wo Wohnungen zugeteilt werden, natürlich, aufgrund von Protektion. Die Geschichte hätte genauso spielen können in Polen oder in Ungarn oder im kommunistischen Tschechoslowakei. Es geht nur um diese Geschichte, dadurch ist eine Verwicklung noch entstanden, denn er soll die Wohnung einer Lehrerin bekommen, die früher ihm während der Okkupation geholfen hat, die Lehrerin. Und die vierte Geschichte, die Titelgeschichte Schule der Gottlosigkeit, ist eine Geschichte über eine Folterung. Die Folterung eines Verhafteten, gesehen aus der Perspektive des Folterers. Und wir erfahren über den, der gefoltert wird, sehr wenig und über den, der foltert, sehr viel. Das ist so das Thema dieser vier Erzählungen. Erzählt werden sie traditionell. Schluss. Wer möchte jetzt was sagen? Ich... Ich habe noch einiges zu sagen, aber später. Ich finde die Geschichte, die Titelgeschichte, die fast beklemmendste dieses Buchs. Man wird beim Lesen so beunruhigt, dass man wirklich sie zur Seite legen muss. Sie ist eine Geschichte in einer großen Tradition. Sie handelt davon, dass der Folterer einen jungen Mann zu Tode bringt, den er vielleicht auch ein bisschen liebt, den er beneidet, weil er einer anderen Schicht angehört. Zur gleichen Zeit liegt sein Sohn todkrank da. Und er denkt, während er diesen Gefangenen wirklich überflüssigerweise, denn er braucht keine Geständnisse mehr aus ihm zu erbringen, bestialisch zu Tode bringt, dabei auch noch einen Orgasmus hat, er überlegt, dass sein Sohn in der gleichen Minute sterben wird. Und erfährt dann, dass der Sohn in Wahrheit in dem gleichen Moment gesund geworden ist. Und dies ist ungeheuerlich, weil er geht auf die Knie nieder und sagt: Das literarische Quartett kommt heute aus Salzburg, aber wie immer behandeln wir fünf Bücher. Zunächst einmal die Teilnehmer. Es nehmen teil Helmut Karasek, Der Spiegel, Hamburg. Sigrid Löffler, Profil, Wien. Marcel Reich-Ranitzky, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und unser Gast Jürgen Kolbe aus München. Ein Germanist, ein Fontane-Kenner, der an der Fontane-Ausgabe mitgearbeitet hat, ein ausgezeichneter Journalist und unter anderem jahrelang Kulturreferent von München, berühmt in der ganzen Umgebung von München. Herr Kolbe, wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Wie immer also behandeln wir fünf Bücher, jedoch alle fünf Bücher heute übersetzt aus fremden Sprachen. Nur ausländische Bücher, jedenfalls in fremden Sprachen geschriebene. Und vier Bücher geschrieben von Frauen. Darunter das Buch der Nobelpreisträgerin Toni Morrison, Jazz, das als letztes, als fünftes besprochen wird. Ja, und wir beginnen mit dem Buch der Holländerin Margriet de Moor. Margriet de Moors Buch heißt Erst grau, dann weiß, dann blau. Und es ist eine Liebes- und Ehegeschichte und es ist eine Mordgeschichte. Und es ist die Geschichte einer Frau, die sich verschweigt. Ein holländisches Ehepaar, seit 15 Jahren scheinbar glücklich verheiratet. Eines Tages verlässt die Frau das Haus, verschwindet, gibt keine Erklärung und verlässt ihren Mann. Ihr Mann weiß nicht, woran er ist. 2 Jahre später ist die Frau wieder da. Der Mann kommt am Abend nach Hause und die Frau steht in der Küche und empfängt ihn mit der wirklich unglaublichen Frage: Glaubst du, sollen wir heute auf der Terrasse Abend essen oder herinnen bleiben?
Und der Mann stellt die Frage nach einigem Zögern, die man wahrscheinlich stellen würde, wo bist du gewesen? Die Frau gibt darauf keine Antwort. Das Rätsel bleibt, wo ist die Frau gewesen? Der Mann erfährt es nie. Er kann es auch gar nicht erfahren, weil ihn diese Frage so bewegt und die simple Tatsache, dass die Frau sich so verhält und schweigt und ihr Geheimnis behält, irritiert ihn so wahnsinnig, dass er sie umbringt. Wir, die Leser hingegen, erfahren, wo die Frau diese 2 Jahre gewesen ist, ob sie dort wirklich gewesen ist oder ob das vielleicht alles nur, das ist auch eine mögliche Lesart, im Augenblick ihres Todes an ihr vorbeizieht, möchte ich derweil dahingestellt sein lassen. Tatsache ist, dass die Frau ihre Lebensgeschichte noch einmal, aber in umgekehrter Reihenfolge, die Stationen ihres Lebens in umgekehrter Reihenfolge noch einmal besucht. Und nachdem die Frau ein Leben in mehreren Kontinenten geführt hat, führt auch diese Reise zurück, sie wieder in mehrere Kontinente. Ja, das Buch ist aus verschiedenen Perspektiven geschrieben, nämlich aus 4,5, möchte ich mal korrekterweise sagen. Zuerst erzählt ein Liebhaber der Frau, der ihr Liebhaber wurde, nachdem sie zurückgekommen ist, ein Augenarzt. Dann erzählt der Mann, dann erzählt sie selber, dann erzählt die betrogene Frau des Arztes und ihr etwas behindertes Kind. Es wird also die Figur der Frau und das Schicksal dieser Ehe wird aus verschiedenen Perspektiven umkreist. Mir kam das Buch, wenn ich jetzt gleich etwas grob mit der Tür ins Haus fallen darf, etwas konstruiert vor. Und ich dachte, die Frau verweigert deshalb die Antwort, wo sie gewesen ist, weil sie vielleicht auch nicht weiß. Das Buch weiß sehr wenig über seine Figuren. Ich habe zum Beispiel nicht verstanden, warum Leute miteinander ins Bett gehen oder nicht ins Bett gehen. Ich habe nicht verstanden, warum sie sich lieben oder nicht lieben. Ich habe darüber auch dann teilweise trostlose Auskünfte bekommen. Zum Beispiel, ich habe gehört, dass die Frau ihren Ehemann kennengelernt hat nach dem Satz, er sagt zu ihr, sie sollten Grün tragen. Sie wissen schon, dieses blasse Grün eines verwitterten Kaninchenstalls. Das hat mir dann sehr gefallen. Darf man hier eigentlich sagen, dass, genauso wie eine Tür ins Haus fallend, ja, dass ich das Buch wunderbar finde? Ja. Auch gegen Sie? Ja. Wenn es nicht ist, dann sage ich es. Sie, Herr Karasek, haben eine kleine Ungenauigkeit gemacht. Es gilt in 4 Teile, das Buch, in 4 Teilen voran. Aber wenn sie dran ist, die Magda, dann spricht sie selber, während die anderen Teile im Ehrton erzählt werden. Eher Robert, eher Nelly und... Aber schon als innerer Monolog. Ja, da bin ich nicht so sicher. Wenn eine Person angeführt wird an dritter Stelle, die ich sagt, und die anderen Personen, mit einer Ausnahme, nicht ich sagen dürfen, sondern er, sie. Nur einer darf ich sagen noch. Das ist Gabriel. Das behinderte Kind. Und das hat seinen guten Grund. Und deshalb ist dieses Buch wunderbar, ist auch poetisch. Ja, Herr Kolbe, ich bin mit Ihnen vollkommen einverstanden. In diesem Buch ist vieles unwahrscheinlich. Das geht mich überhaupt alles nichts an. Es ist ein herrliches Buch. Ich habe mich in das Buch verliebt. Und ich habe mich in das Buch verliebt aus einem Grund. Nicht, weil es ein vollkommenes Buch ist. Natürlich ist es nicht vollkommen. Vielleicht ist es auch nicht gar so bedeutend. Aber ich habe mich an das alte Wort des Verlegers Samuel Fischer erinnert, der manche Bücher abgelehnt hat, Manuskripte, die für seinen Verlag eingereicht wurden, hat gesagt, ist ja ganz gut, aber ohne Magie. Und das ist ein Buch mit Magie. Und man kann statt Magie sagen Poesie. Sie haben völlig zu Recht gesagt, ein hochpoetisches Buch. Und vielleicht sollte man an eins denken. Eine Sache ist hier interessant. Diese Holländerin ist über 50 Jahre alt. Und angefangen hat sie, sehr interessant aus deutscher Sicht, erst vor einigen Jahren hat sie angefangen, Bücher zu publizieren. Aber sie war immer künstlerisch tätig. Sie war Sängerin.